Die ersten 2, 3 Jahre, ich weiß gerade nicht genau, habe ich tatsächlich 25 Stunden in einer Kita Integrationsbereiche aufgebaut und habe nebenbei im Domina-Studio gearbeitet. Also ich habe alles ausprobiert, was es gab. Ich habe LSD, Mescalin, Kiffen war das Normalste und Einfachste. Wer nicht kiffte, war irgendwie vom anderen Stern. Mit 20, 1 bis 2, mit Pech sogar vielleicht 3 bis 4 Jahre seines Lebens zu verlieren, das ist enorm, das belastet einen, weil man nicht weiß, was hätte passieren können, wer hätte ich sein können, wen hätte ich kennenlernen können. Was machst du denn mit 30, was machst du denn mit 40? Wart mal, bis du 50 bist, jetzt bin ich hocke da mit 66 und bin froh, dass ich nichts von dem gemacht habe, was meine Eltern wollten. Bei der Fahrt haben wir die Bierflaschen aus dem Fenster geworfen, er hat noch einen Joint gedreht, ich habe nur getrunken. Es war Katz-und-Maus-Spiel, wir sind gegen Autos gefahren, eine Straßensperre gerammt, also es war alles dabei und ich hatte da keine moralische Vorstellung mehr, ich wollte einfach nur wegkommen da. Herzlich willkommen im Nachtcafé, schön, dass Sie da sind. Jugendsünden, was habe ich nur getan? Das ist heute unser Thema hier im Alten E-Werk in Baden-Baden und wir freuen uns auf diese Gäste. Wir alle kennen Helmut Zierl als erfolgreichen Schauspieler, doch in seiner Jugend lebte er seine rebellische Seite aus. Heute berichtet er, welche Rolle dabei harte Drogen spielten und auch, was ihn diese Zeit gelehrt hat. Von wilden Zeiten kann Felina Beratin nur träumen. Mit der ersten eigenen Wohnung erhoffte sie sich die Freiheit und Raum für die ein oder andere Jugendsünde. Doch die Corona-Pandemie machte ihr wie so vielen jungen Menschen einen Strich durch die Rechnung. Die Jugend als die einzige Zeit, in der man mal ordentlich über die Stränge schlagen kann? Darüber kann Erich Zander nur müde lächeln. Er ist seit seiner Jugend Punkrocker und tut schon immer das, was ihm gefällt. Dinge zu bereuen liegt nicht in seinem Naturell. Simon Batter bereut heute vieles, was er als Jugendlicher getan hat. Bereits früh begannen seine Erfahrungen mit Rauschmitteln, später folgten Gewalt, Diebstähle und Drogenhandel. Doch dem Gefühl, ein cooler Typ zu sein, folgte der tiefe Absturz. Früher lebte Daria Onier ein ganz normales Leben als Erzieherin. Sexualität war ein Thema, über das sie nicht offen redete und ihre Sehnsüchte unterdrückte sie. Erst spät lernte sie auch über ihre intimsten Wünsche zu sprechen und arbeitet heute als Sexarbeiterin und Domina. Der Sozialpsychologe Dr. Jens Förster weiß, wie wichtig die Sünden der Jugend für die Entwicklung der eigenen Identität sind. Denn diese Erfahrungen prägen auch unser Leben, egal ob wir positiv oder eher peinlich berührt darauf zurückblicken. Erstmal herzlich willkommen an die Runde. Herr Zierl, Sie haben ja jetzt im Leben schon einige Lebenserfahrungen gemacht. Wären Sie denn gerne noch mal jung, zum Beispiel 20, wie Frau Berati? Also 20 nicht unbedingt. Ich weiß, dass ich mit 20 ganz schrecklich unglücklich verliebt war. Und da gab es ja dieses Lied, ich möchte noch mal 20 sein und so verliebt. Ich habe, welcher Idiot hat so ein Lied, so einen Text komponiert oder getextet. Also, nee, nicht wirklich. In bestimmten Belangen natürlich ja, wenn ich so dran denke, dass ich eigentlich auch immer sehr gerne Leistungssportler war und dass ich doch merke, wie das rapide bergab geht und ich die Zeiten nicht mehr halte, die ich, wenn ich da um meine Seen jogge, dass ich da vor 20 Jahren dann doch irgendwie 10 Minuten schneller war. Und das sind Welten. Ne? Weißt du, wovon ich rede? Ja, klar. aber ansonsten, finde ich, kann man doch absolut jedem Alter was abgewinnen. Ehren alt werden und dem Alter durchaus was abgewinnen. Ja. Sie können, Frau Berati, ja jetzt als 20-Jährige Ihre Jugend aber nicht so leben, wie Sie sich das vorgestellt haben. Aber mal so ganz grundsätzlich, was kann Jugend auch im Schönen sein? Einfach jung zu sein. Also ich habe auch körperlich keinerlei Einschränkungen, Gott sei Dank. Ich habe einen jungen Körper. Ich bin gerade dabei, mich selber zu entdecken. Ich bin dabei, mich zu bilden und meinen Weg zu finden. Und noch nicht gefestigt zu sein im Leben, ist auch, glaube ich, sehr schön. Also zu wissen, okay, ich habe noch ganz, ganz viele Wege offen. Und gerade jetzt verzeiht man es mir, wenn ich auch mal nicht den richtigen Weg gehen könnte. Herr Förster, gehören denn sogenannte Jugendsünden zum Jungsein dazu?
Oh ja, da passiert ja unglaublich viel in der Adoleszenz, also von 10 bis so tatsächlich inzwischen 25, sagt man, das wird auch immer länger, diese Phase. Da entwickeln sich tatsächlich die Gehirne noch mal ganz anders, also die sortieren sich noch mal ganz anders mit auch ganz interessanten Konsequenzen. Und es ist natürlich auch so eine Phase, ja, wie Sie eben gesagt haben, wo man sich neu erfinden kann, ja, wo man eine Identität sucht und schafft, wo man eine politische, sexuelle, persönliche Identität schafft, die einen vielleicht dann durchs Leben trägt, die man natürlich immer wieder verändern kann, aber doch die erstmal dann fester wird. Sie haben gesagt, von 10 bis 25, Sie haben mit Mitte, Ende 30 noch mal einen neuen Weg eigentlich für sich eingeleitet. Aber früher, wenn Sie an früher denken, waren Sie eher so der brave Teenager oder eher experimentierfreudig und grenzentestend? Also ich glaube, ich war auch schon relativ grenztestend und experimentierfreudig, aber ich hatte immer große Angst, Fehler zu machen. Somit gab es dann, glaube ich, eine größere Seite, angepasst zu sein. Und die hat sich tatsächlich erst, ich würde mal sagen, so die letzten 15 Jahre. Also ich kam dann in so eine sexpositive Szene und da habe ich dann angefangen, noch mal ganz neu mich zu entdecken. Also und mit einem anderen Selbstverständnis und mit einem anderen Selbstbewusstsein als, als Jugendliche. Herr Zander, Sie waren Punker, Sie sind immer noch Punker. Was können Sie eigentlich mit diesem Begriff Jugendsünde was anfangen? Nicht wirklich, weil Jugendsünde, Sünde, das ist schon so ein Wort, das hat für mich so was Katholisches. Da muss man dann Ablass zahlen oder irgendwas bereuen. Und für mich ist die Jugend ja da, dass man über die Stränge haut und auf den Putz klopft und dass man es krachen lässt. Und zudem denke ich doch, man lebt immer im Jetzt. Und dass es völlig wurscht ist, ob man jetzt 15 oder 60 ist, kackegal. Man lebt im Jetzt und nicht in der Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft. Und wenn man das schafft, im Jetzt zu leben, dann hat man auch keine Sorgen, was passiert übermorgen. Oh, und damals habe ich aber Scheiße gebaut und so. Ich meine, das ist alles überflüssiger Moralkram, den es eigentlich überhaupt gar nicht braucht. Das ist meine Meinung. Was verstehen wir denn unter Jugendsünde? Ja, das ist eine Frage. Das ist ja eine ziemliche Abwertung. Und ich glaube, das wurde erfunden von Eltern, die sehr besorgt sind um ihre Kinder. Ja, und von dieser Perspektive kann man das ja auch verstehen, dass man Angst hat, dass das Kind irgendwie beim Skaten sich die Haxen bricht oder dass es beim Drogenkonsum stehen bleibt und dann irgendwie Folgen hat. Aber von der Warte der Jugendlichen aus ist das natürlich keine Sünde, sondern das ist ja irgendwie was, wo das Leben losgeht, wo man Lust hat, ja, wo man seinen Körper entdeckt und manchmal positiv, manchmal negativ, aber wo man sich einfach ausprobieren will. Hat aber auch was Entschuldbares. Ne? So, wenn man redet dann so, wenn irgendjemand richtig Mist gebaut hat und später gerade die Eltern sagen, naja, Jugendsünden. Also ja, das ist schon wieder milde. Und man lächelt auch manchmal so drüber, dass man dann hinterher sagt, ah ja, das war eine Jugendsünde und jetzt bin ich ja vernünftig geworden, so im Kontrast dazu. Ist ja auch schön, aber es ist ja auch eine Entscheidung, dann ja auch das zu machen, was man als Jugendlicher entdeckt hat und weiterzumachen. Es ist ja eine Entscheidung, die hinterher ansteht, wie ich denn weiterleben will. Ja. Und das dafür ist es vielleicht ganz gut, erstmal eine Basis zu haben, in der man ganz viele Dinge erstmal ausprobiert. Stürzen wir uns doch rein in die Phase, die Sie so beschreiben. Wie waren Sie denn? Erzählen Sie mal hier uns in der Runde, wie waren Sie denn so als Teenager? Ich muss dazu sagen, ich hatte das insofern sehr schwer, weil ich Polizistensohn war. Oha. Und wenn man auf dem Land, lacht der Erich. Auf dem Land? Wenn man auf dem Land in Schleswig-Holstein an der Nordseeküste. Wenn man da dann lebt und ein kleines Dorf und man ist der Polizistensohn. Der Polizist war eine Respektsperson. Und mein Vater wollte mir eigentlich so nahelegen, dass ich als Sohn des Dorfscheriffs halt eine Vorbildfunktion hatte. Ah ja, also auch ordentlich frisiert? Mit 8, 9, 10, 11, 12 natürlich. Wir sind dann Gott sei Dank in die Nähe von Hamburg gezogen und ich behaupte bis heute immer noch, dass mein Leben eigentlich erst mit 11 Jahren begann, weil dann war plötzlich der Geruch der Großstadt da, der Weltstadt Hamburg und dann war ja auch die Pubertät nicht mehr weit. Und als Sie dann in der Pubertät waren, hatten Sie dann auch Matte, also lange Haare, so ein bisschen, war so ein kleiner Rebell schon in Ihnen drin? Das war natürlich ab Ende der 60er, Anfang der 70er ließ man sich lange Haare wachsen. Es war auch wichtig,
Weil die Mädchen, die sind halt nur auf die Typen abgefahren, die die längsten Haare hatten. Und die anderen waren einfach, die standen für Biederkeit, für Spießigkeit, für die haben sich noch nicht von ihren Eltern befreit. Und genau, aber dann kam die Depression, mit der Pubertät kamen auch große Depressionen auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das geht eben einher mit der Selbstfindung. Also der Sinn des Lebens, den zu entdecken, warum bin ich hier, wohin geht's, was soll das Ganze, warum lebt man überhaupt? Das, was Sie gesagt haben mit langen Haaren, das war ja damals auch etwas, was trotzdem ältere Generationen ein bisschen abgeschreckt hat. Ja. Ja, also man konnte sich leicht distanzieren. War das bei Ihnen als Punker auch so? Hatten Sie jemals einen Iro oder sowas? Ja, ich habe schon einen Iro gehabt, aber ganz vorher habe ich lange Haare. Ich habe die 70er Jahre zum Beispiel. Also es war schon auch war ich genau das, was meine Eltern nicht wollten. Aber wer will schon so werden wie seine Eltern? Das also. Wie ist das? Wie würden Sie sagen, wie wichtig ist es auch in dieser Jugendzeit, so wie Sie das gemacht haben, sich erstmal abzusetzen von den Älteren, auch optisch zu zeigen, ich bin anders? Ja, früher hat man gesagt, dass man das sogar haben muss, um eine normale Entwicklung zu haben. Inzwischen weiß man, manche Kinder machen das so und manche machen das anders. Aber ich meine, die Eltern sind ja immer der Referenzpunkt. Man fragt sich ja dann irgendwann, will ich genauso leben wie meine Eltern, mit denselben Werten, mit derselben Religion, der politischen Einstellung? Und wenn das okay war, dann kann man sich ja auch entscheiden, das zu machen. Ja. Aber meistens ist es so, dass man doch irgendwas Neues will. Und tatsächlich schalten sich die Gehirne auch um. Die sind also noch mal viel positiver gestimmt. Also natürlich gibt es auch diese depressiven Verstimmungen. Aber was passiert im Gehirn, ist tatsächlich, dass das Belohnungszentrum wächst. Und das wächst überproportional. Das heißt, man ist extrem, man findet positive Verstärkung extrem attraktiv. Man findet Drogen attraktiv, weil ja kurzfristig erstmal so ein Kick kommt, so Belohnungen kommen. Sport, weil einem das auch so einen Kick gibt. Ja. Man findet bestimmte Sachen eben besonders attraktiv. Und das passt meistens nicht zu der elterlichen Sorge, die dann eher so auf das Negative gucken. Und deshalb funktioniert das häufig auch nicht mit Eltern und Kindern dann in dem Moment. Wenn wir noch mal Ihre Zeit holen. Schleswig-Holstein, Lütjensee, kleines Dorf. Wie war das denn in der Schule? Waren Sie da eher so der coole Typ in der Raucherecke? Oder holen Sie uns mal so zurück? Das war exakt die Zeit, als die SMV gegründet wurde, die Schüler mit Verantwortung. Ja. Da war man natürlich auch gleich dabei. Voran ging diese Studentenunruhe 1968, da war ich zu jung, aber die haben wir natürlich verehrt, Herrn Dutschke und Co. Dann wurde tatsächlich auch ein Raucherschulhof eingerichtet und da war ich natürlich auch einer der Ersten, die da einen qualmten. Und wo ich dann auch so tat, obwohl ich noch überhaupt keinen Zugang hatte, ich fand das spannend, den Lehrern vorzugaukeln, vielleicht war auch schon der Schauspieler in mir drin, dass ich da jetzt wohl scheinbar einen Joint geraucht hatte. Denn dann hing ich da irgendwie so an der Wand und spielte so, mir geht's nicht wirklich gut. Und sah dann so aus dem Augenwinkel die entsetzten Blicke der Lehrer und fand das total cool. Und auch wieder zentrales Thema waren natürlich dann die Mitschülerinnen eher. Die fanden das gut, dass man sich so ein bisschen absetzen wollte. Das kam schon gut an. Die langen Haare, das so ein bisschen Kreative dabei. Haben Sie auch gehabt? Ich habe richtig Mathe gehabt. Ich habe auch richtig lange Haare gehabt. Ich hatte das auch. Ich hatte so richtig lange Locken bis unten und dann teilweise eine blaue Strähne drunter. Es war damals auch einfacher, das wirst du bestätigen. Ne? Ja. Damals gab es die mit den langen Haaren und die Bieder blieben. Und das war, also es gab nicht die Punker und die Skins. Und also es war überhaupt, wer lange Haare hatte, der gehörte scheinbar zur Familie. Ja. Man suchte seinesgleichen, fand es in diesen Typen. Und es hat immer geheißen, was machst du denn mit 20? Was machst du denn mit 30? Was machst du denn mit 40? Warte mal, bis du 50 bist. Jetzt bin ich hocke da mit 66 und bin froh, dass ich nichts von dem gemacht habe, was meine Eltern wollten. Und erst recht habe ich mich nicht so angezogen, wie es beliebt. Weil wenn Kleider, die sind für den Schein da, aber nicht für Sein. Und wenn Kleider Leute machen, dann frage ich mich, warum es so wenig Zwangsjacken gibt. Kommen wir noch mal zu Ihnen und dem, was Sie dann erlebt haben. Mit 16 mussten Sie dann zum Direktor. Ja. Weil? Warum? Weil ich denunziert worden bin, weil man der Lehrerschaft quasi kolportierte, ich würde mit Haschisch auf dem Schulhof handeln. Und nein, es war so. Es war so, es war lächerlich. Also man hat damals, wenn man über Dealen spricht, das waren dann so kleine, so Zehner-Pieces, einfach so, um den Eigenbedarf zu decken. Und das war aber der Grund, warum ich letztendlich, weil es mehrere wohl erzählt hatten, dass ich von der Schule flog.
Und da beginnt auch genau das Buch, das ich geschrieben habe. Und wie war das dann, wenn Sie nach Hause gekommen? Ja, wenn Sie dann, Sie wussten, jetzt wartet da mein Polizistenvater und ich bin gerade von der Schule geflogen. Ja, und dann? Ja, naja, der ahnte ja alles im Grunde genommen. Und es gab ja schon die Androhung des Verweises und so, nicht aus diesen Gründen, sondern eben weil man oft schwänzte oder weil man eigentlich nur noch schlechte Noten hatte und sowas. Und ich flog, die Eltern wurden telefonisch benachrichtigt, dass ich jetzt nach Hause komme und noch nie wieder da zu erscheinen hätte auf dieser Schule. Und es öffnete sich die Eingangstür, eine völlig verweinte Mutter stand da und ein unendlich enttäuschter Vater, der sie im Grunde genommen schützen wollte jetzt. Und aus seiner Hilflosigkeit heraus nur so, ich werde es nie vergessen, so rauspresste, mach, dass du rauskommst, wir wollen dich hier nie wiedersehen. Wir wollen dich hier nie wiedersehen. Ja, ja. Mhm. Das hat er gar nicht so gemeint, wie sich später herausstellte. Aber ich habe es dankbar aufgegriffen. Dankbar? Ja, ich wollte frei sein. Ich wollte einfach dieses Gefühl der Befreiung haben. Das ist auch diese Zeit gewesen, 1971. Das war so eine Aufbruchstimmung. Mhm. Die Hippie-Welle ist aus Kalifornien rübergeschwappt. Die Studenten haben vorher viel schon geregelt haben die alten Nazis aus den Universitäten rausgeschmissen. Die ganzen Jure, also die ganzen Richter wurden, es wurde aufgedeckt, dass die früher auch schon bei den Nazis da waren. Und es war insgesamt hat die Bundesrepublik sich da unendlich befreit. Und die Hippies, das war eine pazifistische Bewegung. Mhm. Und da wollte ich hin. Ich wollte wie die sein. Sie sind dann nach Brüssel. Ja. Jetzt waren Sie dann aber mit 16 plötzlich alleine in Brüssel. Ja. Und wie war das dann? Ja, also die erste Nacht war sehr merkwürdig, weil ich bin mitten in der Nacht ausgestiegen. Per Anhalter war ich unterwegs. Und dann steht man auf dem Bürgersteig, kennt keine Sau, kann die Sprache nur mau. Ja. Flämisch schon mal gar nicht, Französisch. Und dann ging es los. Dann habe ich mich bei so ein paar Leuten, die dann noch irgendwie auf der Straße waren, erkundigt, wo gibt es denn hier noch irgendwelche Lokale, wo es Langhaarige gibt. Okay, das war also das Gruppenmerkmal. Das war das Gruppenmerkmal, das habe ich da vorhin gemeint. Und dann wurde mir tatsächlich sowas genannt. Dann bin ich dahin gegangen und fand sofort im Grunde genommen neue Freunde, bei denen ich dann auch wohnen durfte. Also das war auch die Möglichkeit zu überleben, weil viel Geld hatten Sie ja wahrscheinlich. Nein, ich hatte 200 Mark. Haben Sie dann irgendwas noch verdient dann auch vor Ort? Haben Sie ich habe dann Straßenmusik gemacht. Mhm. Damit habe ich gebettelt, faire la manche, nennt sich das dann auf Französisch. Also den Touristen irgendwelchen Mist erzählt. So, meine Sachen sind mir gerade am Bahnhof geklaut worden und ich würde so gerne nach Hause und sowas. Also ja, diese ganze Nummer lief dann ab. Und Sie sind dann nach Amsterdam? Ja, dann bin ich zunächst einmal nach Ostende und habe da als Roadie gearbeitet auf einem Festival. Mhm. Ich hatte eine Band kennengelernt, für die ich da geholfen hatte. Mhm. Und danach ging es nach Amsterdam, ja. Warum Amsterdam? Das war damals, 1971, das Mekka aller Hippies. Mhm. Man ging nach Amsterdam. Es gab dort im Zentrum von Amsterdam, gibt es immer noch den Vondelpark. Und da schliefen alle Hippies. Das war unter freiem Himmel, das war auch so ein Jahrhundertsommer. Es gab, damals war es noch erlaubt, dass man auch Lagerfeuer da machen konnte. Und dann waren da Tausende von Menschen. Da schliefen all diese Menschen. Hippies, das verbinde ich auch mit Entdeckung von Sexualität, von Liebe, freier Liebe. Auch. War das auch für Sie in der Hinsicht auch eine Entdeckungsreise? Haben Sie sich verliebt denn auch in der? Ich habe mich permanent verliebt. Okay. Aber es war nicht, wenn man so denkt, so wie die Studenten damals propagierten, zweimal mit der gleichen Band gehört schon zum Establishment. Es waren keine sexuellen Ausschweifungen. Es war wirklich Liebe, die Sehnsucht danach, also auf den Schoß zu kommen letztendlich, jemanden zu finden, dem man all das, was man an Zärtlichkeit, an Innigkeit, an Liebe so in sich spürt, weitergeben kann. Und da gab es dann aber auch ganz traurige Geschichten eben. Zum Beispiel? Ja, dass ich mich sehr in ein Mädchen verliebt hatte, das in einer Sekte war, bei den Jesus People. Und die ist dann letztendlich ums Leben gekommen, um es abzukürzen.
Oder ich hatte, und das war dann der Grund nachher auch tatsächlich wieder nach Hause zu trampen. Ich landete in einer Junkie-WG. Ja. Also ich lernte eine Amerikanerin kennen, die mir so ein bisschen Amsterdam zeigte und sie dann sagte, du musst nicht mehr im Park schlafen, du kannst auch bei uns in der WG schlafen. Haben Sie denn auch selbst Dinge eingeworfen zu der Zeit? Ich habe bis auf diese harten Sachen Heroin, also ich habe alles ausprobiert, was es gab. Ich habe LSD, Mescalin, Kiffen war das Normalste und Einfachste. Wer nicht kiffte, war irgendwie vom anderen Stern. Ist ja heute immer noch so. Ist es heute immer noch so? Nicht bei allen, ich weiß es nicht. Ja. Ich habe den Anschluss verpasst. Ja. Und dann waren Sie in dieser Junkie. Ja. Aber wie gesagt, es wurden dort harte Drogen genommen. Ja. Und da hatte ich einen Mörderrespekt und das habe ich dann nicht gemacht. Ich habe es dann bei diesen chemischen Sachen belassen. Waren Sie kurz davor oder waren Sie fest? Ja, ich war natürlich. Junkies, das habe ich gelernt in dieser WG oder von Junkies, die haben das große Bedürfnis, andere zu überreden, es auch zu machen. Mhm. Weil irgendwie finden die dann für sich selber eine Bestätigung. Mhm. Der macht das ja jetzt auch, warum soll ich es nicht machen? Oder das sind so psychologische Abläufe, die wahrscheinlich bei denen so funktionieren, die ticken so. Und es gab einen Deutschen in dieser WG, der mich jeden Tag vehement versuchte zu überreden, auch wenigstens einmal auszuprobieren, zu spritzen. Ich könnte doch gar nicht mitreden. Und ich habe es aber nicht gemacht. Und ausgerechnet diese Freundin, die mir Amsterdam gezeigt hatte und die mir auch die Möglichkeit geboten hatte, dort jetzt zu schlafen, endlich mal nicht im Park, sondern unter einer Decke oder in einem Zimmer auf einer Matratze, die ist dann tatsächlich an einer Überdosis gestorben. Und Sie waren dabei? Ich war dabei, ja. Und das war das Schockerlebnis überhaupt. Ich habe es über viele, viele Jahre verdrängt. Also das war das Erlebnis oder das war der Moment, an dem ich sagte, ich kann nicht mehr, ich habe verloren. Ich habe dieses Projekt Freiheit, ist komplett misslungen. Ich hoffe, dass meine Eltern mich wieder aufnehmen. Ich fahre heim. Sind dann nach Hause gefahren mit diesen Bildern im Kopf? Ja. Der Freundin, der guten Freundin, so wie Sie es beschrieben haben, ja, die gestorben ist und Sie haben es miterlebt. Und dann sind Sie nach Hause gekommen? Und wie war es dann, als Sie in der Tür gestanden sind? Ja, dann war da wieder die Mutter, wie damals beim Weglaufen, der sofort die Tränen in den Augen standen und riss mich an sich. Und weil hier das Thema Jugendsünden ist, das ist eigentlich der einzige Moment, in dem ich sagen würde, ich habe mich versündigt, ich habe mich an meinen Eltern versündigt. Mhm. Weil ich selber drei erwachsene Söhne habe und mit Liebe und Hingabe und Verantwortung Vater bin. Und als einer meiner Söhne, der war 13, ist Punker geworden und ich wusste, der ist am Hauptbahnhof jetzt und ist auch nicht nach Hause gekommen. Ich bin vor Sorge fast durchgedreht. Ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt. Ich werde affig. Und dann wurde mir nochmal, also viele, viele Jahre später bewusst, was habe ich meinen Eltern angetan? Wie schrecklich. Das hat mir mein Vater dann irgendwann, meine Mutter ist sehr früh gestorben, mein Vater auch irgendwann mal verraten. Das endlose, schlaflose Nächte. Beide wach mit dem Blick nach oben zur Decke und dann, wo mag der Junge sein? Also das ist todtraurig. Da habe ich mich wirklich versündigt. Ansonsten möchte ich diese ganzen Sachen nicht missen, die ich da erlebt habe. Haben Ihre Eltern Sie denn im wahrsten Sinne des Wortes gleich umarmt, aufgenommen, beschützt sofort wieder, versucht, eine neue Schule zu finden, weil das problematisch war. Damals war es halt so, wenn du von einer Schule geflogen bist und dich auf anderen beworben hast, dann erkundigt man sich natürlich auf der alten Schule, warum ist der denn bei euch? Und dann wurden die gewarnt. Auf keinen Fall. Und dann bekam ich immer nur die Absage. Leider überbelegt, kein Platz. Sie haben dann aber noch die Schule abgeschlossen, sind auf die Schauspielschule. Und wir alle wissen, was folgte, war eine durchaus beeindruckende, jahrzehntelange Karriere als Schauspieler. Ihre Entscheidung, sich von diesem Brunetti zu trennen, war richtig. Sie müssen Stärke zeigen. Los! Mach, dass du rauskommst! Scher dich aus meiner Wohnung! Du alte Schlampe, du Dreckstück! Los! Als Sie vorher zugestochen haben. Ich habe Ihnen schon gesagt, er lag da, als ich reinkam. Gallus schnappt nach der Frau, auf die Sie selbst scharf sind. Da würde ich auch austicken. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Oh
rein. Na? Was sagst du? Das ist... Vermutlich die größte Privatsammlung von Tamara Larsen in ganz England. Wir kriegen das wieder hin. Und da gibt es doch auch Medikamente, die wir mal ausprobieren können. Medikament? Du willst, dass ich Pillen nehme? Ich nehme doch keine Pillen. Haben Sie eigentlich neben der Karriere noch mal solche Wochen oder Monate erlebt, in denen Sie sich so ausgetestet haben, so noch mal nach Sinn gesucht haben, so würde ich es jetzt mal übersetzen? Also ich habe im Vorwort von meinem Buch geschrieben, dass ich nie wieder in meinem ganzen Leben mich jemals so frei gefühlt habe wie damals. Mhm. Also in dem Augenblick, auch wo man Karriere macht, man hat Verantwortung, man... auch Besitz, dieser schöne Spruch, Besitz belastet, da ist ja unglaublich viel dran. Nein, also diese Freiheit und dieses sich ausprobieren, und das war damit dann tatsächlich vorbei. Mhm. Erstaunlich ist nur, dass es gelungen ist, 14 Monate nach dieser Tramp-Tour sich dann plötzlich auf einer Schauspielschule zu befinden. Mhm. Weil ich mit diesem Beruf überhaupt nie was am Hut hatte. Das bin ich, also das war ein großer Zufall, dass ich dort gelandet bin. Aber das ist das nächste Buch. Herr Zander, waren Sie eigentlich immer schon ein Rebell? Ich war immer Rebell. Immer? Also bei mir war das Wort muss praktisch das rote Tuch. Du musst ordentlich in der Gegend, du musst dich benehmen, du musst dich ordentlich kleiden, du musst zur Schule, du musst zur Bundeswehr, du musst einen Beruf machen. Der ganze Mist ist mir immer völlig auf den Sack gegangen. Aber Sie waren doch in der Lehre, Sie waren doch bei der Bundeswehr. Ja, da haben mich meine Eltern als Kleinkind praktisch hingeschickt, aber ich habe dann im dritten Lehrjahr schon gemerkt, das wird mein Leben garantiert nicht, und habe dann auch gleich mal abgebrochen. Ich bin dankbar drum, sonst würde ich heute noch als Starkstromelektriker irgendwo da rumrödeln. Und was haben die Eltern gesagt? Die waren natürlich wenig begeistert, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich recht bald von daheim weg bin, und meine Eltern haben mich dann erst mal über ein Jahrzehnt überhaupt gar nicht mehr gefunden. Haben Sie auch gar keine Kontakt, weil Sie ja nee, sagen, ich hatte null Sorgen Kontakt, ich habe den Kontakt abgebrochen. Mhm. Weil mein Vater, der war im Grunde so ein alter Nazi. Oh. Von der SS, und da musste man immer ordentlich und die Haare und alles passen sollen. Mhm. Aber natürlich hat bei mir überhaupt gar nichts gepasst. Und ich habe mich ganz wohl gefühlt da drin, so in der aufmüpfigen Rolle. Sie sagen ja auch, Ihr Beruf ist Punkrocker. Ja? Ja, genau. Jetzt holen Sie uns noch mal rein. Wir sehen gleich auch einige Aufnahmen aus dem kleinen Ort, in dem Sie quasi auch Punk richtig gelebt haben, aus Ampermoching. Wofür stand denn Punk? Wofür steht denn dieses Lebensgefühl für Sie? Punk heißt in erster Linie, erstens gibt es das Wort ja gar nicht. Jeder kann das definieren, wie er will. Aber es heißt, sich nicht anpassen, laut sein, schrill sein, immer Vollgas an die Wand und auf niemand hören, keine Autoritäten akzeptieren. Niemand hat mir zu sagen, wo ich mich hinbewege und wie ich mich zu verhalten habe. Das ist für mich Punk. Natürlich mit einem sozialen Verständnis. Ja. Das heißt, ich habe schon selber ein Gewissen und weiß, wann was schlecht ist. Das sind Sie übrigens, den wir hier gerade gesehen haben. Ja, ja. Ist das schon gekommen? Das waren Sie gerade. Ja, okay. Genau. Ja, das war ich früher. Ja, klar. Ja. Mich gab es früher auch. Also gegen Autoritäten, gegen alles so. Ja, immer dagegen. Irgendwann auch gegen Hippies. Irgendwann die haben uns natürlich total verraten, weil wir waren zu laut und waren zu bunt und waren aggressiv. Und die waren ja schon immer so, die Hippies waren immer soft. Das war gut für Sexual- und Drogenzeit und so. Wunderbar, habe ich alles mitgemacht. Und danach war mir das einfach zu weich. Und da kam die härtere Musik, da kamen die härteren Sachen. Und das hat mir einfach mitgerissen. Und niemand hat keinem von irgendjemand was wollen. Keiner hat Vorschriften gemacht. Und wunderbar, so
konnte man das Leben genießen. Aber Punker sind nicht gewalttätig gewesen. Wie bitte? Ja? Ihr wart aggressiv, aber gewalttätig habe ich eigentlich. Ja, nee, erlebt. Okay, aggressiv. Oder warst du eine Ausnahme? Schon richtig. Und so in meinem Fall, ich habe zum Beispiel nie Streit angefangen, bin aber auch keinen Streit aus dem Weg gegangen. Ne? Okay. So kann man das vielleicht definieren. Waren Sie denn dann in einer festen Clique oder wie haben wir sich das vorgestellt? Ja, das ist eine Community, eine Gemeinschaft. Und wenn es dann darum ging, dass irgendwo irgendwelche Nazis rumgelaufen sind wir natürlich dahin und waren auch gewalttätig und haben den dann auf die Fresse gehabt. Also doch, ganz so, das hört sich nicht ganz so pazifistisch an. Ja, die in Hamburg pazifistisch waren. Mit Pazifismus hat es nichts Sie zu nichts, tun. Hatten Sie nichts Aber zu mir tun. Geht jetzt nicht auf die Straße und pöbelt einfach wahllos irgendwelche Leute an. Und, aber das macht ja der normale Menschenverstand, macht das ja nicht. Ne? Ja. Wie ist es denn mit den Freundschaften, die damals entstanden sind? Haben die denn gehalten? Ja. Ja, also es ist eh so, dass von 1000 Punks einer sich selbst geblieben ist. Einer? Mhm. Einer von 1000, weil ganz viele Jugendliche haben gesagt, oh super, da mache ich mal 2 Jahre mit und ziehe mir denen ihre Klamotten an. So geht's ja schon los, weil es gibt ja da keine Uniform. Modepunks sozusagen. Richtig, die gab's natürlich, wie in jeder Szene. Und die haben dann irgendwann, haben sie es dann bereut und sind normal geworden und also, sind jetzt unglücklich. Und wenn man jetzt sagt, vom Punker zum Banker, ist das ein Problem für Sie? Oder? Das wäre für mich schon ein Problem. Ja, ist ein Verrat. Ja. An Ihren Idealen. Ja, also ich meine, was hat sich denn geändert in der Welt? Überhaupt hat sich gar nichts geändert. Es wird alles nur noch schlimmer. Und warum soll ich mich dann ändern? Also politische Einstellung oder irgendwas. Und außerdem Geld nachrennen war mein Ding eh nie. Also lieber auf die niedrigen Schiene fahren. Sozusagen eine Schubkarriere. Wovon lebst du? Ja? Wovon lebst du? Von was ich lebe? Ja. Ich bin Hausmann. Ich bin verheiratet seit 27 Jahren. Okay. Meine Frau geht arbeiten, verdient die Miete und ich selber bin Hundetrainer und tue Hunde resozialisieren. Aha. Das heißt, da bleibt schon immer ein bisschen was hängen, aber ich habe kein festes Einkommen, das brauche ich ja nicht. Okay. Wir kommen nachher noch ganz in Ruhe zu Ihrem Leben heute mit Ihrer Frau, mit den Hunden. Aber zunächst mal zu Ihnen, Frau Ognier. Denn wir reden jetzt hier immer über die Jugendzeit, die geprägt hat, die uns beeinflusst hat. Bei Ihnen merkt man aber, es ist nicht immer nur die Jugend. Manchmal beginnt man auch später, beginnt auch eine Frau, sich später auszutesten, neue Dinge kennenzulernen. Aber bleiben wir beim Kennenlernen. Wie behütet sind Sie aufgewachsen? Wie würden Sie das beschreiben? Also ich würde jetzt erstmal sagen, ich bin auch unter komplizierteren Verhältnissen aufgewachsen, wobei meine Eltern haben sich erst später getrennt, als ich 12 war. Und ich bin relativ ländlich auch groß geworden, viel draußen, viel im Wald. Und wenn wir über Sex anfangen zu reden, von wem wurden Sie aufgeklärt? Von Ihren Eltern oder von der Bravo? Aus der Bravo und Freundinnen oder Schule. Also ich erinnere mich, als ich meine Periode gekriegt habe, war ich überfordert. Und ich habe dann alles Weitere darüber in der Bravo gelesen, wie man Tampons benutzt und so. Das hat mir zu Hause niemand erklärt. Und ich weiß, es gab ein, zwei Jahre später gab es eine Situation, da habe ich einen Blutfleck im Bett meiner Mutter gesehen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, oh, Mama, hast du deine Tage? Und damit war sie überfordert. Also ich habe schon versucht, auch früher mit dem Thema Sexualität kontrovers umzugehen, weil ich gemerkt habe, das ist ein Tabu und das ist brenzlig. Aber ich bin da sehr viel mit angeeckt, auch als junges Mädchen. Sie haben ja gesagt, Sie waren eigentlich experimentierfreudig, aber haben auch immer überlegt, wie sind die Reaktionen? Wie war das denn dann auch, was so Erotik angeht, was diese Dinge angeht? Waren Sie damals eher noch zurückhaltend oder würden Sie schon sagen, dass Sie auch dort schon begonnen haben, Ihre Fühler auszustrecken? Ich glaube, ich habe früh mich schon interessiert für dieses Thema und fand das faszinierend, dieser Mythos, der sich darum legt, das kriegt man ja auch früh mit, das kriegst du schon als Kind mit. Und ich hab Spaß dran gehabt und Lust gehabt, auch da mich zu entdecken. Aber ich habe auch gemerkt, die ersten Experimente mit Männern führten dazu, dass die Männer mit mir überfordert waren. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich mich da wieder zurück und habe viele Jahre, glaube ich, unglückliche Sexualität gelebt, weil ich mich nicht mehr so recht getraut habe. Und dann so Ende 20 habe ich mal jemanden kennengelernt, der wieder ein bisschen experimenteller und offener war. Und dann habe ich noch mal so richtig losgelegt. Es fühlte sich so ein bisschen an wie eine zweite Pubertät.
Wenn wir bei Ihrem Leben insgesamt sind, muss man noch sagen, Sie haben dann als Erzieherin gearbeitet, viele Jahre, ich glaube 16 Jahre. Was hat Sie ausgefüllt an diesem Beruf oder was hat Sie erfüllt? Ich wollte immer Kindern und Jugendlichen mitgeben, dass sie individuell sein können. Also ich habe viel mit Kindern mit Behinderungen gearbeitet und mit Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien. Und ich wollte denen immer signalisieren, auch sie sind okay. Also das ist irgendwie eines meiner Lebensphilosophien, dass jeder Mensch besonders und jeder Mensch wichtig ist. Mhm. Und das war der Grund, warum ich als Erzieherin gearbeitet habe. Also ich wollte immer mit Menschen arbeiten. Sie haben ja dann gesagt, dass Sie durch einen Mann, den Sie kennengelernt haben, wenn ich das jetzt richtig verstehe, in so eine Art zweite Pubertät gekommen sind. Erzählen Sie mal, was heißt das? Naja, ich bin damals in so eine sexpositive Szene gekommen. Viel das heißt? Mit Polyamorie, freie Liebe. Also es ist kein Hippietum mehr heutzutage, wenn man in dieser Szene ist. Aber freie Liebe, offen lieben. Ich habe Swingerclubs probiert. Ich habe mit ihm damals, er hat damals zu mir gesagt, verlieb dich nicht in mich. Wenn du dich in mich verliebst, dann musst du damit leben, dass ich Polyamor lebe. Also ich mag auch mehrere Menschen daten, treffen. Und dann habe ich gedacht, naja gut, ich habe da auch die ein oder andere Fantasie. Ich probiere das aus. Mhm. Und es war schon schwierig am Anfang, weil ich eben so ein geprägtes Bild von Monogamie hatte und Mann und Frau und niemand anders und Hausbau. Also der, den ich liebe, der ist dann auch bei mir. Genau. Und der verteilt sich nicht mit seinen Gefühlen. So, das war schon auch in Ihnen drin. Und ich war auch damals sehr eifersüchtig am Anfang, aber ich habe immer entgegengesetzt, naja gut, ich möchte das aber auch testen. Und dann kann ich meinen Partner da nicht eingrenzen und habe mich sehr viel eben mit Vertrauen auseinandergesetzt und auch gemerkt, das Vertrauen muss aus mir rauskommen. Das kann mir kein anderer Mensch geben. Und das wiederum hat dann zu vielen neuen Experimenten geführt. Und irgendwann ist aus dieser Lust am Experimentieren dann auch, sind erste berufliche Schritte entstanden. Wie kam es dazu? Das ist ja auch noch mal ein Schritt. Also ich habe mich damals viel mit Tantra, BDSM und Rollenspielen und was man alles so erleben kann beschäftigt. Und ich habe irgendwann festgestellt, ich finde BDSM spannend. Und dann lernt man auch Leute kennen, die in dem Bereich arbeiten. Also ich habe Leute kennengelernt, die mit Tantra-Massagen Geld verdient haben oder als Domina. Und die Frau von meinem damals besten Freund, die hatte ein Studio und die hat mal gefragt, ob ich assistieren will. Und dann habe ich gesagt, na ja, das mache ich. Und die war ganz begeistert von der Art und Weise, wie ich mit ihrem Zögling damals umgegangen ist. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich bei ihr einsteigen will. Und dann habe ich gesagt, na ja, also ich weiß nicht, ob ich meine Sexualität verkaufen will. Und dann hat sie gesagt, du musst hier nichts tun, was du nicht willst. Guck dir das doch mal an. Und dann habe ich angefangen, das anzugucken und habe mit ihr zusammen da reingeschnuppert und festgestellt, dass ich das total toll finde. Gerade mit diesem Tabu Sexualität umzugehen, zu experimentieren. Die Menschen, die zu mir kommen, die erzählen mir von ihren intimsten Fantasien und Wünschen. Und das ist für mich irgendwie heilig und das ist ein Geschenk, damit einen Umgang zu finden. Und war das dann parallel zu Ihrem Job als Erzieher? Ja, genau. Ich habe es am Anfang. Schon eine Art Doppelleben, würden Sie sagen? Ja, also die ersten 2-3 Jahre, ich weiß gerade nicht genau, habe ich tatsächlich 25 Stunden in einer Kita Integrationsbereiche aufgebaut und habe nebenbei im Domina-Studio gearbeitet. Und Sie lachen, Herr Ziel. Wie offen konnten Sie denn damit umgehen? Naja, ich habe erzählt, dass ich coache. Also dass ich Coaching ist ja ein freier Begriff. Und ich haben die gesagt, sich wahrscheinlich ein bisschen was anderes drunter vorgestellt. Genau, und Coaching, dass ich Leute berate zum Thema Sexualität, weil das wirklich, das ist mein Steckenpferd schon immer gewesen. Ich habe auch super viel darüber gelesen. Und das war irgendwie okay, das ging. Aber so ganz mit offenen Karten haben Sie nicht gespielt. Also hätte jemand in der Kita mitgekriegt, dass ich als Domina arbeite, dann wäre das sehr nach hinten losgegangen. Das ist einfach, das ist nicht schick, das ist eine Sünde. irgendwie in unserer Gesellschaft hat das was sehr Sündhaftes und was Schmutziges immer noch, leider, weil ich empfinde das nicht so, ich habe es auch noch nie so empfunden. Aber man wächst ja auch mit Bildern auf. Ihre Eltern haben, glaube ich, nicht mehr gelebt zu dem Zeitpunkt? Naja, meine Mutter ist vor 7 Jahren gestorben. Ja. Also die hat am Anfang noch gelebt, aber der habe ich das nicht erzählt. Wir konnten es nicht erzählen. Aber mein Bruder, der weiß das, ein Onkel von mir weiß, was ich tue. In meinem sozialen Umfeld wissen es eigentlich alle. Und wie ist es angekommen? Gut. Also, weil ich,
ich habe diesen Anspruch, wenn ich als Sexarbeiterin arbeite und ich bin aktivistisch sehr intensiv unterwegs, weil ich dafür sorgen möchte, dass das einfach ein Ansehen kriegt in unserer Gesellschaft, weil es so ein großes Tabu ist. Und wenn ich will, dass es anerkannt wird, dann möchte ich normal damit umgehen können. Das heißt, wenn ich will, dass es normal ist, muss ich damit normal umgehen. Und ich erzähle das, wenn die Leute mich fragen, was ich mache, dann sage ich das und dann erkläre ich, warum und was ich daran wichtig finde. Und ich habe eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Sie sagen ja, es ist irgendwie sündig noch in dieser Gesellschaft, von vielen so gesehen. Nun hat die Religion ja an Wirkmächtigkeit verloren. Da war ja früher auch ein klares Regelsystem, das ist Sünde, Vergebung und so weiter. Wer sagt denn heute eigentlich in dieser Gesellschaft, was Sünde ist? Also ich weiß auch gar nicht, ob das Wort noch irgendwie so angemessen ist, weil ich glaube, dass, wie man seine Eltern heute am meisten ärgern kann, ist, indem man religiös wird, oder? Also ich meine, viele überlegen sich das ja tatsächlich als, ne? Also da gibt es ja so Gegenentwürfe. Oder ich habe jetzt im Moment viele Familien, wo die Kinder plötzlich ganz leistungsorientiert werden, wo die irgendwie im Olympiateam mit trainieren und dann noch auf der Schule ihre Einsen haben wollen und nebenan dann noch irgendwie mit Bitcoins zocken und so. Also das ist irgendwie, glaube ich, der Anti-Entwurf. Und auch das ist ja nur eine Gegenreaktion gegen die Eltern, die jetzt vielleicht irgendwie so ganz softmäßig sind und die alles so irgendwie zulassen. Und, aber ich finde jetzt auch dieses, das ist ja ein ganz spannender Begriff, normal. Ne? Auch was du dann gesagt hattest, die anderen Leute werden normal. Ich weiß auch nicht, ob ein Banker unbedingt normal ist. Ja? Also das sind ja auch Individuen, die eine ganz eigene Geschichte haben und die alle ganz unterschiedlich sind. Mhm. Und ich finde schon ich finde es interessant, dass wir das so bewerten. Ja? Das eine ist sündig, das andere ist normal und egal, wer wir sind, haben wir da unsere Kategorien und Schubladen und es ist ja irgendwie so meine Arbeit, mit der ich mich seit Jahren beschäftige. Wie kommen wir eigentlich dazu, das so zu bewerten? Und wir merken gerade, Jugendsünde passt eigentlich nicht mehr und sexuelles Verhalten als sündig zu bezeichnen, passt irgendwie auch nicht mehr so. Ne? Ja, also. Aber warum ist es so ein großes Tabu? Also ich meine, vor 20 oder 30 Jahren hat man noch gelernt, dass Masturbation dumm macht oder so. Ja. Und woher kommt dieses große Tabu? Einerseits sieht man Pornos mit einem easy Klick auf dem Handy und andererseits ist da so viel Scham und so viel Angst, worüber eigentlich nicht gesprochen wird. Und es wird nicht offen über Sexualität geredet. Was mich interessiert, ist auch die Scham in Ihnen. Also haben Sie, wenn wir jetzt über Jugend und Jugendsünde reden, es geht ja immer wieder auch um Austesten, um sich neu kennenzulernen. Haben Sie denn für sich auch festgestellt, dass Sie da eine Scham haben, die Sie vielleicht Stück für Stück immer wieder überwunden haben oder neu entdeckt haben, dass Sie das gar nicht brauchen? Beschreiben Sie das mal. Naja, also ich habe mich immer schon geschämt. Ich habe auch gelernt, man darf nicht, man darf keine Fehler machen. Und ich habe viele Jahre Angst gehabt, dass das, was ich empfinde, nicht in Ordnung ist und habe mich dafür geschämt. Ich weiß, als ich das erste Mal mit einer Frau zusammen war, habe ich mich dafür geschämt. Dann habe ich mich für meine Bedürfnisse im BDSM geschämt. Und ich habe mich aber trotzdem immer wieder weiterentwickelt, weil ich versucht habe, das anzuerkennen als meins und das, was ich gut finde und was mich erfüllt. Und auch in Zusammenarbeit mit anderen Menschen zu sehen, es gibt viele andere Menschen, die das haben, die sich aber nicht trauen, darüber zu reden. Jetzt kommen die zu mir und reden mit mir darüber, dann kann ich, also es ist so ein Abgleich eben auch im Gegenüber. Und ich habe viel mit Scham zu tun gehabt, wirklich. Und auch heute noch. Also, inwiefern? Naja, Sexualität ist unglaublich intim. Und jetzt lerne ich ja noch mal von der sexualtherapeutischen Sicht anders noch mal auf mich drauf zu schauen als früher. Und es kommen immer wieder Sachen, die nicht erlaubt sind. Man darf das nicht. Und darf ich mich so zeigen? Und auch damit habe ich heute noch zu tun. Wenn wir ein offenes Wort darüber reden, was sind denn die Dienstleistungen, die Sie anbieten? Was dürfen die Kunden bei Ihnen erwarten und was nicht? Also auf jeden Fall körperliche Nähe und eine ehrliche Begegnung. Mhm. Also ich kann relativ gut über Sexualität reden mittlerweile, ohne dass für mein Gegenüber ein Scham entstehen muss. Mhm. Also das ist was ich eben eröffne. Und ich biete Sexualassistenz für Menschen mit Behinderungen an. Also eine Form von Körperkontakt, Massage, einem Höhepunkt am Ende, BDSM-Sessions, wo ich dominante Herren bin.
Massagen. Ja, Sie haben uns auch Fotos geschickt, da sieht man zum Beispiel so ein Kreuz. Was wird da gemacht an diesem Kreuz? Und das war ein, ach so, genau, das, da ist es. Ja. Das ist ein Kreuz, an dem man jemanden fixieren kann. Mhm. Und ich arbeite sehr gerne eben mit viel Körperwahrnehmung, mit viel Körperkontakt, aber auch mit Gegenständen wie sanften Peitschen, sanften Handschuhen oder sanfte Kratzen. Peitschen, das hört sich irgendwie an wie ein Widerspruch in sich. Es gibt harte Rohrstöcke und es gibt Flogger, die sehr weiche Lederriemen haben, womit man sensitiv einfach sehr unterschiedliche Sachen machen kann. Gehört Geschlechtsverkehr denn dazu oder ist das die Ausnahme? Oder? Also das biete ich per se jetzt nicht auf Zuruf an, aber es ist schon passiert, wenn sich das ergeben hat. Also wenn ich viel Spaß hatte, dann ist das schon vorgekommen tatsächlich, dass ich mit einem Klienten, Gast, also ich nenne meine Kunden Gäste im Normalfall, dass ich mit einem Gast geschlafen habe. Nun ist es ja auch so, dass manchmal die Wünsche von Gästen immer extremer werden, weil ihnen immer wieder was anderes einen Kick gibt. Haben Sie denn immer, setzen Sie die Grenzen? Also sagen Sie ganz klar auch im Vorhinein bis dahin und nicht weiter? Also es gibt vor einer Session, einem Spiel, einer Massage gibt es immer ein Vorgespräch und da wird ausgelotet, was geht und was nicht geht. Und ich setze meine Grenzen. Ich habe in den Jahren, in denen ich jetzt in der Sexarbeit bin, sehr viel über meine eigenen Grenzen gelernt. Einfach, was ich anbiete, was ich nicht mache, womit ich mich wohlfühle. So. Und was ich eben immer anbiete, ist viel Körperkontakt, weil ich glaube, dass uns das eigentlich uns allen sehr fehlt. Intimität und Körperkontakt. Jeder empfindet etwas anderes als sündig, auch das auszuloten. Deswegen sind wir hier. Auch das, was Sie machen, wird sicherlich von vielen, die uns zuschauen, so empfunden und andere empfinden es anders. Wir wollen diese Wertung gar nicht vorgeben. Mhm. Aber das ist ja das, was wir hier gerade erörtern. Es geht hier um Austesten, es geht um sich kennenlernen, um Jugendsünden, aber auch um das, was wir nachher erleben. Sie haben bisher alle beschrieben, dass es für Sie was Positives war, dass Sie an Grenzen gekommen sind, aber Sie haben ja zum Beispiel auch den Ausgang gefunden im richtigen Moment. Es gibt aber auch Situationen, in denen dreht sich die Spirale weiter, die Spirale aus Gewalt, aus Alkohol und Kriminalität. Und ich komme deswegen noch mal zu Ihnen, Herr Batter. Erst noch mal herzlich willkommen. Dankeschön. Im Nachtcafé. Bei Ihnen, muss man sagen, ging das, was man unter Jugendsünde vielleicht verstehen kann, auf jeden Fall eine Entwicklung, die nicht ganz einfach war, schon sehr früh los, mit 8, 9. Das war eher eine Kindheitssünde. Kindheitssünde, ja. Erzählen Sie mal, in welcher Situation waren Sie damals, in welcher familiären Situation auch? Also ich behaupte mal, es war auch eigentlich eine recht normale Umgebung. Wir hatten eine Doppelhaushälfte, ich hatte noch eine ältere Schwester, sind in einem kleinen Vorort groß geworden und sind jedes Jahr in Urlaub gefahren. Also augenscheinlich und für die Nachbarn alles in bester Ordnung. Ich hatte Hobbys, ich bin im Sportverein gewesen, hatte gute Freunde, war viel draußen in der Natur und eigentlich alles ganz normal. Alles ganz normal, eigentlich. Eigentlich, genau. Ja. Und dann? Also ich habe schon eigentlich früh gemerkt, dass die Eltern nicht so ein Auge auf einen hatten, nicht viel Wärme, nicht viel Liebe gegeben haben, eher unter sich halt beschäftigt waren und man hat eigentlich nur noch Streitsituationen damit bekommen oder halt die Kälte abbekommen, sage ich mal. Man hat auf die Eltern gewartet, dass sie gute Nacht sagen oder dass sie einfach mal irgendwie die Lippen lesen können. Und das ist halt sehr wenig geschehen. Und dann kam halt irgendwann die Trennung von meinen Eltern. Da war ich 9 Jahre alt. Und mein Vater ist nicht mein leiblicher Vater, das habe ich im Nachhinein erfahren. Wussten Sie damals, ja, Sie dachten, das wäre ihr auch. Genau, das wusste ich damals noch nicht. Und das war halt so dieser erste Schritt dann. Ich wollte eigentlich immer die Aufmerksamkeit von Vater haben, habe immer nach seiner Aufmerksamkeit gesucht. Und mein Vater hat das, glaube ich, damals dann so angenommen, ich kann jetzt der Frau was auswischen, so ungefähr, indem ich den Sohnemann ja ein bisschen mit in mein Leben nehme. Und mein Vater war halt damals Alkoholiker. Und hat mich dann halt mit 9 auch schon damit reingezogen. Das heißt, Sie haben dann mit 9 Jahren mit ihm zusammen Alkohol getrunken? Ja, am Anfang nicht zusammen, aber das hat sich dann schnell entwickelt. Ja. War das auch Rebellion gegen die Mutter in der Situation? Ja, gegen die Mutter totale Rebellion. Und beim Vater genau das Gegenteil. Da wollte ich die Aufmerksamkeit und habe sie dadurch bekommen. Also hat sich nie für mich interessiert, aber jetzt hat er einen Saufkumpel und einen zum Reden. Ne, so ungefähr. Wie ging das dann mit Diebstählen los? Auch ziemlich schnell. Also das habe ich eigentlich schon vor dem 9. Lebensjahr gemacht, weil ich da schon irgendwie
ja, rebelliert habe, habe dann Karten in der Schule geklaut, habe eine Kaffeekasse in der Schule geklaut, im Supermarkt die ersten kleinen Diebstähle gemacht und wurde dann auch mal erwischt, aber es ist halt nichts passiert. Also seitens der Eltern keine Bestrafung, aber auch von dem Geschäftsführer, es war halt ein kleiner Ort und er wollte die Kunden nicht vergrauen, so ungefähr. Und das war halt irgendwie das falsche Zeichen für mich. Also ich habe dann eigentlich erst gedacht, ja gut, passiert da nichts und ich kriege das, was ich bekommen möchte. Also bin ich da eigentlich in diese Welt ja, reingekommen. Haben Ihre Mutter, hat Ihr Vater, hat einer von beiden was mitbekommen davon? Mein Vater wusste es und hat es auch später verlangt. Verlangt? Ja, so indirekt verlangt. Ne? Also er hat sich dann gefreut darüber und hat dann auch mal gefragt, ja, kannst du mir nicht die Digitalkamera, das Handy mitbringen? Ne? Und ja, das war halt dann für mich geil. Mein Vater interessiert sich für mich und genau das besorge ich ihm natürlich. Ne? Und das habe ich dann auch so umgesetzt und habe mich da halt so mit befasst, dass ich auch schnell gut drin wurde in diesem. Also schnell gut, das heißt, da ist schon eine kriminelle Energie dann auch entstanden. Ich war da. Mhm. Ja, Sie haben zum Beispiel auch, ich glaube, bei einer Kur mit Ihrer Mutter. Mhm. Wie alt waren Sie da? Mit 9. Mit 9. Was haben Sie da geklaut und wie? Ja, das bleibt mir irgendwie. Ich habe das Jahre vergessen, aber es ist irgendwie so nachgegangen. Also ich war da 9 Jahre in der Mutter-Kind-Kur war das damals und da gab es einen Schokoladenautomaten unten im Keller. Und dann habe ich mir halt irgendwann mal einfallen lassen, sagst du doch mal den Hausmeister, ja, da ist ein Tick stecken geblieben, so ungefähr. Mhm. Und habe mir dann das Schlüsselbrett gemerkt. Da waren 100 Schlüssel unbeschriftet. Habe dann quasi irgendwann den Moment abgewartet, wo der Hausmeister nicht im Büro war, bin durchs Fenster, habe genau diesen Schlüssel da rausgenommen und habe den ganzen Automaten leer gemacht, das ganze Geld rausgeholt. Mit dem Geld habe ich dann schon Zigaretten und Mixerieder mit den Kumpels, die ich da kennengelernt habe, geholt und bin dann abends zur Mutter und habe gesagt, hier, von meinem letzten Geld hast du deinen Twix. Wahnsinn, oder? Ja. Im Nachhinein? Oder das muss Ihnen doch auch... Ja, also das ist so eine Geschichte, die mir irgendwie nicht mehr aus dem Kopf geht. Also ich habe sie verdrängt gehabt lange Zeit, aber irgendwie habe ich mir gedacht, wie kann man so mit 9 drauf sein einfach. Ja. So durchdacht halt. Wie hat sich das dann weitergedreht? Ist es dann irgendwann wahrscheinlich auch nicht mehr bei Automaten geblieben, sondern... Nein, also das ist ins Tägliche übergegangen. Also von den Ladendiebstählen, dann... Mhm. Ein Handtaschendiebstahl, dann habe ich Alkohol, Zigaretten verkauft, Gras verkauft und irgendwann, also es hat sich alles immer weiterentwickelt und ja, irgendwann so weit halt, dass ich eingebrochen bin, Autos geklaut habe und ja, eigentlich ganze Bandbreite. Ich habe alles gemacht, das im täglichen Rhythmus. Und war das dann auch eine Clique, mit der Sie so zusammen waren? Das wenigste in der Clique, also das meiste habe ich alleine gemacht. Das meiste alleine. Also das war einfach, weil Sie den Weg gegangen sind oder haben Sie von außen schon auch irgendwie das Feedback bekommen? Hey, du bist ja ein cooler Typ. Ich habe eben schon mal eine Runde gehört. Ja. Dieses auch, die jungen Frauen stehen da drauf. Ne? Und ich bin dann in der 6. Klasse ja, in die Schule gekommen und dann standen da 6 Mädchen und ich habe allen auf den Mund geküsst und oh, du geiler Typ. Und ne, man hat halt diese Bestätigung bekommen irgendwo. Und dann natürlich auch in den, von den falschen Jungs so ungefähr auch nochmal von hinten einen drauf. Ja, geil, machst du richtig so ungefähr. Natürlich hat man die Bestätigung bekommen, ja. Wir reden jetzt über Eltern, so viel über Eltern und den Einfluss der Erziehung. Wie wichtig ist auch so ein Umfeld, also Freundinnen, Freunde, Bekannte, Gleichaltrige? Ja, also ich meine, das ist etwas, was auch tatsächlich neu ist. Früher hat man ja gesagt, die Eltern sind an allem schuld, ja, sozusagen. Mhm. Also wenn man da keine Bindung aufgebaut hat in den ersten Jahren, dann werden die Kinder was oder sie werden nichts. Und inzwischen ist die Bedeutung der Peers, also der Freunde und Freundinnen in der Pubertät, mit entscheidend. Ja, also es kommt tatsächlich ein bisschen darauf an, welche Freunde und Freundinnen man da hat, wie man sich dann tatsächlich verhält. Und gerade so kriminelles Verhalten wird halt beschleunigt dadurch, dass man in der sozusagen falschen Gruppe ist, die das irgendwie cool findet und die dann ja von immer größere Einbrüche meistens ja plant. Ne? Die mit dem kleinen Kiosk anfängt und plötzlich sind sie im Supermarkt und das dritte ist dann irgendwie, wie sprengen wir einen Bankomat. Also das sind so die Dinge, die dann so ablaufen und die sind meistens irgendwie in der Gruppe und das sind dann eben auch die tatsächlich sehr, sehr viele Männer, wo das Testosteron hochkocht und ja und irgendwie aber auch keine Kontrolle von außen erfolgt. Und wenn dann tatsächlich jemand ja von den Eltern noch so ungefähr eingesetzt wird, um die Mutter zu ärgern, dann ist das halt schon, also ich möchte das Wort nicht sagen, aber es ist, doch ich sag's jetzt, es ist Missbrauch. Ja, das ist eine Triangulation, da wird jemand benutzt, um jemandem anderen zu schaden. Mhm. Und insofern ist das nochmal eine ganz besondere Geschichte. Und es ist meine Wertung, es könnte auch vielleicht jemand anders bewerten. Sie waren ja auch nah an so einem Punkt, ja, dass Sie gesagt haben, ich war in dieser Clique, man hat mich versucht zu überreden, Heroin zu nehmen, etc. Was hat Sie im Endeffekt zurückgehalten? War das dann doch noch ein Wertesystem von zu Hause? Oder Nein, sehen Sie das? Eher die Sorge, ich habe mitbekommen, was für eine Wirkung Heroin hat. Mhm.
Und ich behaupte immer, das war so eine Form von Restmoral, die da noch in mir war. Mhm. Ich wusste, dass das ein Schnitt ist. Also ob ich LSD nehme oder ob ich wirklich Heroin zu mir nehme. Das war die Sorge. Aber ich kann mit diesen Klicken und mit den Freundschaften, da war ich schwer enttäuscht. Ich wollte nie ein autoritärer Vater sein. Das hatte ich gelernt aus meiner Jugend. Mhm. Und ich war dann ganz entsetzt, dass meine Söhne zum Beispiel auch Freunde hatten. Die habe ich im Grunde genommen behandelt als eines meiner eigenen Söhne. Alle Freiheiten und alles. Mhm. Und die haben mich dann teilweise auch beklaut. Das war unglaublicher Frust für mich. Aber Herr Förster, das ist ja, wenn Sie das so beschreiben, wie wichtig die Peergroups sind, da muss man ja sagen, die Sorgen aller Eltern vor dem schlechten Umgang der eigenen Kinder sind dann ja berechtigt. Naja, das sind ja nun Fälle, wo es irgendwie tatsächlich in so eine, sagen wir mal, kriminelle oder dysfunktionale Richtung geht. Auf der anderen Seite, was dann häufig übersehen wird, ist ja, und da sind wir noch gar nicht bei dem Thema, wie fantastisch dieses jugendliche Gehirn auch ist. Also ich meine, wer erfindet denn heutzutage was? Was sind denn die kreativen Geister, die wir brauchen? Wer hat Fridays for Futures gemacht und hat es durchgesetzt? Also dieses Hirn, wo sich ganz viele Sachen lockern und wo sich Sachen finden, was tatsächlich Gefahr läuft, da irgendwo auch abzustürzen in einer Version, das experimentiert. Und experimentieren kann gut ausgehen. Das kann auch irgendwie ganz toll sein. Aber experimentieren geht auch nur in einer gewissen Form von Freiheit. Es geht in einer gewissen Form von Freiheit und es birgt immer ein Risiko. Mhm. Das ist ein Experiment. Wenn wir mit 25 immer nur praktisch nur mal sicher gehen, ja, dann sind wir vielleicht erfolgreich, aber wir sind nicht so kreativ. Also wir müssen ja, wenn wir kreativ sind, Risiken eingehen und dann crashen auch Sachen im wahrsten Sinne des Wortes. Also Ideen verfliegen, es wird das Buch, was man schreibt, wird nichts. Aber ich meine, die besten Bücher sind wahrscheinlich auch in dieser Zeit geschrieben worden, weil einfach die Sicherungen durchknallen, weil das auch spannend sein kann. Herr Zierl hat von dieser Restmoral gesprochen. War da bei Ihnen irgendwie noch etwas, was Sie zurückgehalten hat? Oder haben Sie durch die Bestärkung von außen gedacht, nee, das ist jetzt mein Weg und waren völlig da? Doch, die war auch noch da. Ja? Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass sie immer mehr in den Hintergrund rückt. Und ich dann halt irgendwann auch mehr oder weniger bewaffnet an den Einbrüchen teilgenommen habe, was ich auch 2 Jahre vorher nie gemacht hätte. Ich habe auch die Nadel nicht gehabt zum Beispiel, ich habe kein LSD genommen, aber es hat auch nicht mehr viel gefehlt, dass ich auch dahin gekommen wäre, glaube ich, vom Gefühl her, weil das einfach nie genug war. Man brauchte immer wieder den neuen Kick, man brauchte immer wieder neue Situationen und ja, ich habe mich halt so ausgetestet, dass auch nicht mehr viel übrig blieb und wäre das so weitergegangen, wäre es auch in solche Punkte wahrscheinlich reingekommen. Sie haben auch Autos geklaut, warum? Ich war seit klein auf affin, autoaffin und habe alles wissen wollen. Und irgendwann im Rauschzustand auf einer Geburtstagsparty einen Schlüssel gesehen, den eingesteckt und losgefahren. Das hat von vornherein funktioniert. Ich habe das Auto kontrollieren können. Habe, glaube ich, am ersten Tag 300 Kilometer dann geschafft mit dem Auto. Und habe das abgelegt, das Auto. Und habe aber gemerkt, ich brauche das wieder. Ich brauche diesen Kick. Mir macht es Spaß. Ich fühle mich wie so ein erhabener Erwachsener. Und dann habe ich von dem Zeitpunkt halt regelmäßig die Autos geklaut. Ich meine, bei all dem, was Sie gesagt haben in Richtung Experimentierfreudigkeit und positiv, wenn so eine kriminelle Energie mal da ist und reihenweise Gesetzesbrüche da sind, ist das dann nicht der Punkt, wo man sagt, da sind Grenzen überschritten, da können wir auch nicht mehr schmunzeln von irgendwelchen Jugendsünden reden? Das ist ja auch tatsächlich, was das dann tatsächlich braucht. Das braucht dann irgendwie eine Begrenzung tatsächlich von außen, weil die Jugendlichen das dann nicht schaffen. Mhm. Und das liegt eben auch daran, dass bestimmte Steuerungszentren im Gehirn, die sind einfach unterproportional, also die funktionieren nicht. Was funktioniert, ist das Belohnungssystem. Und in dem Moment braucht man tatsächlich dann jemanden, der einem sagt, so geht es nicht weiter und so geht es weiter. Möglichst aber allerdings auch, weil diese Jugendlichen verstehen negatives Feedback nicht. Das hat man auch in der Pädagogik immer wieder falsch verstanden. Die reagieren auf Positives. Auch da, so paradox das klingt, hilft Selbstwertstärkung, Ressourcenorientierung. Ja, die Jugendlichen stabilisieren und stützen. Im August 2009 kam dann ein Tag, an dem haben sie wieder ein Auto gestohlen, ein Auto geknackt, sind dann los mit einem Freund, obwohl sie eigentlich das gar nicht mehr so oft gemacht haben, sind dann los mit einem Kumpel durch Bonn gefahren und irgendwann war die Polizei nebenan sozusagen. Wie ging es dann weiter an diesem Tag? Ich hatte einer der größten Verfolgungsjagden damals im Umkreis gehabt. Es ging 45 Minuten über Dörfern, durch den Wald, über die Stadt, über Fußgängerwege, also wirklich so, wie man es aus dem Film kennt.
Und ich bin heute heilfroh, dass nicht mehr passiert ist, außer ein Blechschaden. Und war da denn bei Ihnen noch, weil Sie von Restmoral gesprochen haben, so ein Punkt, ey, was passiert denn jetzt gerade? Die Polizei hinter... Nee? Nein, gar nicht. Also es war halt damals so, dass ich irgendwo eine Verantwortung in mir drin hatte, wenn jemand neben mir sitzt oder mit im Auto sitzt, dass ich anders gefahren bin, als wenn ich alleine gefahren bin. Und ich habe damals meinen Kumpel gefragt, was soll ich tun? Ich bin nicht alleine im Auto. Und er meinte, mach, was du für richtig hältst, ich vertraue dir. Und dann habe ich sofort aufs Gas gedrückt und mir war alles egal. Und bei der Fahrt haben wir die Bierflaschen aus dem Fenster geworfen. Er hat noch einen Joint gedreht, ich habe nur getrunken. Mhm. Es war Katz-und-Maus-Spiel, wir sind gegen Autos gefahren, eine Straßensperre gerammt. Also es war alles dabei und ich hatte da keine moralische Vorstellung mehr. Ich wollte einfach nur wegkommen da. Sie sind ja dann auch weggekommen? Ich bin weggekommen, ja. Trotzdem hat Ihr Kumpel, der dann irgendwie sichergestellt wurde, gefunden wurde, Sie dann... verraten, wenn man so will, oder hat die Info weitergegeben, dass Sie derjenige waren, der mit im Auto saß? Wie war das dann, als die Polizei dann plötzlich da war? Bei mir dann? Ja. Also ich war eigentlich darauf eingestellt. Ich hatte sogar vorgehabt, mich nach dem Wochenende zu stellen, weil ich war halt damals 17. Ich hatte zwar irgendwie 2000 Euro auf der Kante, aber damit kann man auch nicht gerade auf Flucht gehen. Und es war mir klar, dass ich in Gefängnis komme. Und ja, dass es dann so früh war, wusste ich nicht. Also sie haben mich dann irgendwann mitten in der Nacht abgeholt und war eine komische Situation. Das Schlimmste daran war eigentlich, dass es bei meiner Schwester damals war, wo ich eine Zeit lang gewohnt habe. Und sie halt mit aus dem Bett rausgezogen worden ist von der Polizei. Und ich habe die Handschellen angehabt. Und meine Schwester ist mir in die Arme gefallen. Ich konnte sie nicht aufhalten und habe sie leiden gesehen. Das war eigentlich so das Schlimmste an der ganzen Situation. Und hat diese Situation dann auch nachgewirkt, dass Sie gedacht haben, Mensch, was habe ich da jetzt gemacht? Ein paar Sekunden, ja. Das ist nicht besonders lang. Man hat sofort wieder eine Maske aufgezogen und man kommt ja dann auch in die JVA und kann ja da auch nicht das Opfer spielen, sage ich mal. Man muss ja irgendwie seine Haltung bewahren. Und es war halt damals so, dass ich in der Zeitung war, im Radio war und ich wurde mit Applaus damals empfangen in der JVA. Und oh, du hast die Bullen verarscht und du hast es geschafft. Und somit war ich halt Dreck in dieser Rolle drin. Du musst dich ja jetzt auch so profilieren, du musst dich auch so zeigen. Und ich war damals 50 Kilo schwer und abgemagert durch die Drogen und Alkohol. Ich war froh, dass ich so angenommen worden bin. Und also von Umkehr, von Umdenken, von überhaupt gar nichts? Nein, gar nichts. Und also ich hatte damals, kam das Jugendamt, also es war ja noch Jugendstrafe, ja. Deswegen die Jugendgerichtshilfe rein. Die hat mir dann ein Angebot gemacht von einem Bootcamp, anstatt in Haft zu bleiben. Und ich habe den beleidigt, auf den Boden gespuckt, den weggeschubst. Lass mich in die Zelle, ich bin hier wohl, also ich fühle mich hier wohl. Und dann, also Sie sitzen ja jetzt hier und reden darüber, was hat dann das Umdenken? War auch wieder meine Schwester. Also das kam dann irgendwie wieder zurück. Mein Anwalt kam eine Woche später und meinte, ja, das war eine dumme Idee mit dem Jugendamt. Mhm. Wenn du jetzt diese Chance nicht annimmst, bleibst du 4 Jahre im Gefängnis. Ich habe keine Chance für dich, dich rauszuholen. Und dann gab es halt eine sogenannte Haftprüfung, an der ich teilgenommen habe und habe dann auch gut geredet. Um das einfach mal auszuprobieren. Im Hinterkopf hatte ich, ja, zur Not komme ich halt wieder zurück. Und bei der Haftprüfung hat mir meine Schwester einen Brief in die Tasche gesteckt, wo dann eigentlich drin stand, ich liebe dich, mein Bruder, und ich brauche dich, mein Bruder. Und das habe ich halt überhaupt nicht mehr wahrnehmen können vorher in meinem Leben, weil es einfach betäubt war. Und da war ich halt schon mal eine Zeit lang ohne Drogen, ohne Substanzen und ich konnte das wieder spüren. Ich habe es einfach wahrgenommen. Das heißt, das haben Sie dann auch länger gespürt als ein paar Sekunden? Ja, das habe ich länger gespürt. Und ich bin halt mit einer ganz anderen Einstellung dann in dieses Bootcamp gekommen. Also nicht, ich probiere es mal aus, sondern ich gebe jetzt einfach alles und ich nutze die Chance. Ja. Und Sie haben diese Chance dann genutzt. Mhm. Sie sind auch dann rausgekommen aus dem Untersuchungsgefängnis, aus der Untersuchungshaft. Wie schwer war es trotzdem, sich von dieser kriminellen Energie, die Sie ja hatten, zu befreien, sich da zu lösen? Sehr schwer. Es ging eigentlich nur mit Vermeidung. Also ich habe mich sehr, sehr um mich gekümmert, sage ich mal. Also ich bin auf wenigen Partys gewesen. Ich war nicht mehr unter Freunden, so ungefähr. Mhm. Ich hatte Schwierigkeiten halt in der Gesellschaft und habe mich da ziemlich rausgenommen, sage ich mal. Und ich bin halt auch in die Läden reingegangen und wusste noch alles. Also ich habe innerhalb von 2 Sekunden gewusst, wo die Kameras sind, wo die Detektive sind. Ich konnte die Situation riechen, wann ich es hätte machen können, ob ich in der Kasse gestanden hätte und nur die Zigarettenpackung mal schnell genommen. Ach ja, ist ja nichts, so ungefähr. Also das war immer präsent. Und eigentlich ist es bis heute noch präsent. Also es ist nicht völlig weg. Also ich muss mich schon immer wieder bewusst machen, nein, du hast ehrliches Geld. Ne? Und, also es ist so ein bisschen wie bei anonymen Alkoholikern, dass man sich schon immer wieder bewusst machen sollte, ich bin gefährdet und ich muss mich konzentrieren, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Ganz klar. Ja? Und aber auch so ein Gefühl von,
wenn jetzt offene Taschen irgendwo liegen, wie zum Beispiel heute im Warteraum, ich will gar nicht in der Nähe sein, weil ich immer das Gefühl habe, die anderen Leute könnten jetzt denken, wenn das weg ist, der war es natürlich wieder. Ne? So, das ist auch noch hängen geblieben, dieses... Ja. Bekommen Sie das auch noch gespiegelt, dass manche Ihnen misstrauen aufgrund der Vergangenheit? Ich denke doch, ja. Ja? Mhm. So. Heute arbeiten Sie auch als Trainer. Mhm. Was heißt das? Erzählen Sie mal. Ich habe damals in diesem Trainingscamp das erste Mal jemanden gehabt, der es geschafft hat, an mich heranzukommen. Also ich hatte seit dem 9. Lebensjahr immer Therapeuten, Erzieher und sonstige Menschen, die was von mir wollten. Ich habe alles abgelehnt und alles von mir weggewiesen. Und da waren halt Menschen damals, die waren selber in der JVA, die hatten selber ein Drogenproblem gehabt. Und die konnten reinfühlen. Und das bin ich jetzt heute für andere Jugendliche letztendlich geworden. Eigentlich auch durch einen Zufall. Also ich bin total egoistisch nochmal in das Trainingscamp gegangen und wollte ein Praktikum machen, weil ich einfach wusste, es tut mir selber gut. Das war nach den Phasen, wo ich die Entzüge gemacht habe. Und habe da eigentlich erfahren, dass ich viel mehr geben kann. Also nicht nur mir selber, sondern halt auch anderen jungen Menschen. Und daraus ist eigentlich dieser Weg dann entstanden. Und ich habe 3 abgebrochene Ausbildungen. Habe irgendwann entschieden, ich arbeite einfach nur. Habe sehr viele Berufe kennengelernt. Habe auch immer Spaß am Arbeiten gehabt. Nur habe dann das erste Mal es auch geschafft, wirklich durchzuziehen, eine Ausbildung zu schaffen, weil ich da ein klares Ziel vor Augen hatte und einfach das Herz dabei war. Wenn Sie an Ihre Vergangenheit denken, bereuen Sie da bestimmte Dinge, wie Sie sich Menschen gegenüber verhalten haben? Das sind moralische Dinge, die ich schon irgendwo bereue, ja. Erzählen Sie mal ein Beispiel. Ich habe damals halt gelebt und hatte immer viele Freundinnen halt oder mal hier eine, mal da eine. Zwar in einem Alter, wo es noch nicht irgendwie unbedingt weiterging, aber ich war halt so ein kleiner Playboy gewesen. Und ich habe das halt komplett zunutze gemacht und habe dann halt den Menschen, die mich geliebt haben irgendwo, auch die Sachen geklaut und betrogen, belogen, bespuckt in dem Sinne. Ne? Haben Sie nachher auch manchmal noch, sind Sie auf Leute zugegangen und haben sich entschuldigt? Ja, ja? Habe ich gemacht. Mhm. Weil einige Geschichten einfach auch mich bis heute begleiten. Das sind nicht die krassesten, ne, für augenscheinliche, aber halt die ja, so ans Herz gehen, halt irgendwie, wo Menschen hinterstehen, die halt wirklich auch gefühlt haben. Gut, dass Sie jetzt jeden Tag ein anderes Leben haben, dass Sie Ihren Weg gefunden haben, mit dem Sie im Reinen sind und vor allen Dingen auch noch einen Weg, mit dem Sie anderen helfen, vielleicht in ähnlichen Situationen und Sie unterstützen. Ja. Vielen Dank. Danke auch. Vater. Kommen wir zu Ihnen, Frau Beratti. Wir sehen, Leben sind völlig unterschiedlich. Wir alle sind in ganz unterschiedlichen Lebensumfeldern. Wir haben schon gesagt, Sie sind 20. Das ist jung, aber die Jugend beginnt ja früher. Wir haben schon so die Zeit zwischen 10 und 25 angesprochen. Wenn Sie so in die Teenagerzeit zurückschauen, ich habe Sie auch schon gefragt, waren Sie eher ein behütetes Kind oder wie würden Sie es beschreiben? Doch schon. Also meine Mama ist Südländerin, deswegen hat sie mich auch immer sehr beschützt, sag ich mal. Ich habe auch einen kleineren Bruder. Ich bin die erste Tochter, die älteste Tochter. Meine Eltern haben sich auch früh getrennt. Das heißt, meine Mama hat sich sehr auf mich, ja, vielleicht auch fokussiert. Und dann war es, ja doch, ich war schon behütet. Behütet. Und haben Sie sich dann irgendwie innerlich dann, was weiß ich, mit 15, 16, auch auf die Zeit gefreut, wenn Sie so aus dem Nest rausgehen und mehr Freiheit, mehr Unabhängigkeit Auf jeden Fall. Können? Ja, was haben Sie denn mit dieser Zeit so verbunden in den Erwartungen? Also in den Erwartungen, also mit 11, 12 habe ich gedacht, mit 16 bin ich bestimmt draußen und bin vielleicht in der Stadt unterwegs und gehe durch die Clubs. Also mit 11 oder 12, da hatte ich noch keine Ahnung von sowas und wusste nicht, dass man mit 16 gar nicht in die Clubs reinkommt. Aber ich habe gedacht, da habe ich mir meine Freiheit bestimmt erkämpft und nutze sie auch. Sie haben dann Abi gemacht, haben begonnen auch zu studieren, Journalismus und Unternehmenskommunikation, sind da auch gerade so gestartet und dann kam der Lockdown. Was hat sich dadurch verändert? Verändert das Leben von uns allen natürlich, aber was hat er für Sie verändert? Also bei mir war es so, also ich bin gerade frisch 18 geworden, als mein Studium begonnen hat. Und dadurch habe ich mich, also die meiste Entwicklung, die ich halt in meinem Leben durchgegangen bin, ist halt während meines Studiums. Da hat die stattgefunden. Und ich bin gerade aus mir rausgekommen, habe mich gerade entdeckt, habe gerade Freunde gefunden, die auch in meinem Alter oder sogar vielleicht 1-2 Jahre älter sind. Habe die Stadt kennengelernt, habe mich selber kennengelernt. Und habe zu enorm viel Selbstbewusstsein gefunden
Und genau dann kam halt der Lockdown und damit waren halt die Möglichkeiten für mich, dieses Selbstbewusstsein auch auszuführen. Also mich äußerlich auszudrücken, mit meinen Freunden auszudrücken, mit dem, was ich tue, auszudrücken. Damit hat sich das halt stark reduziert. Herr Zierl, den hat es ja irgendwann rausgezogen, so, ne? Aus Schleswig-Holstein hin in die großen Städte. War das auch so ein Traum für Sie, mal in irgendwelche Metropolen rein, um sich ins Leben zu stürzen? Ja, auf jeden Fall. Also ich komme zwar aus Köln, aber irgendwie wollte ich immer aus dieser Stadt raus. Und ich habe mir gedacht, dass ich in meinem Praxissemester im Studium total gerne nach London möchte oder auch nach New York. Das habe ich mir auch anfangs an meinem Studium auch total gerne vorgestellt. Und dann kam der Lockdown, ich war gerade im vierten Semester, genau das vierte Semester hatte begonnen. Und da war klar, okay, ich brauche in einem halben Jahr ein Praktikum, das wird nichts, das kann ich vergessen. Ist dieses ich will aus meiner Umgebung raus, hin in die große Stadt, dieses Abhauen, ist das auch ein Grund, um auszubrechen quasi in der Jugend immer wieder? Ist das so ein wiederkehrendes Motiv? Schon, ja, das ist ja dann in der Distanz, kann man ja dann irgendwie auch alles ausprobieren und man wird nicht beobachtet. Und ich war auch damals in New York 2 Jahre und habe das dann auch genossen. Ne? Also das waren ja so, das sind ja so Träume, Jugendträume, die ja irgendwo auch so einen Hintergrund haben. Man hat Filme gesehen oder man hat von Leuten gehört. Und in dieser Distanz, wo man gar nicht beobachtet wird, plötzlich alles machen zu dürfen. Wir müssen ja nicht nur über Drogen und Sex sprechen, sondern auch einfach alles, ne? Also das ganze Leben so zu sortieren. Wann schlafe ich? Wann stehe ich auf? Mit wem rede ich? Wo gehe ich hin? Was esse ich? Also das alles, das ist ja, ne, auf alle Bereiche bezogen. Das funktioniert natürlich in der Distanz dann schon mal besser, wenn man irgendwie ganz weit weg ist. Hm. Im Oktober gab es dann das Praxissemester in München. Was haben Sie da zumindest dann von erwartet? Also genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Im Grunde ist das auch irgendwo eingetroffen. Nur halt sehr vermindert. Also ich habe erwartet, dass ich, keine Ahnung, ich hatte noch die Hoffnung im Sommer, dass vielleicht sich die Zahlen nicht ganz so schlimm entwickeln und dass Bars noch geöffnet bleiben, wie es im Sommer ja auch der Fall war. Und dass ich dann eben Menschen kennenlerne, mit denen auch abends draußen bin, dass ich vielleicht keine große Verantwortung, also schon Verantwortung mir selber gegenüber tragen muss, aber eben nur mir selbst gegenüber. Und dass ich auf der einen Seite eben beruflich viel lerne in meinem Praktikum und dafür für mich selber sorge, aber gleichzeitig auch niemandem eine Rechenschaft schuldig bin und deswegen dann auch trotzdem, auch wenn ich am nächsten Tag arbeiten muss, den ganzen Abend draußen bleiben kann. Ging natürlich nicht, weil Bayern direkt eine Ausgangssperre eingeführt hat. Waren Sie dann nicht eigentlich einsam? Ich meine, ja, total, ja, total. Also gerade Januar bis Februar, auch im Dezember noch, gerade als dann auch der Winter so extrem war, als es um 4 Uhr schon dunkel geworden ist. Ich bin aufgestanden, es war dunkel. Ich habe den Laptop zugeklappt auf meinem Bett. Manchmal bin ich aus dem Bett nicht mehr aufgestanden und war total traurig, weil ich in einer ganz anderen Stadt war, wo ich theoretisch so viele Möglichkeiten hätte, aber nur in meinem Bett bleibe quasi. Also auch diese beruflichen Chancen, die ich gehabt hätte. Ich war sehr selten im Büro wegen Corona eben. Und ich hätte total viele Menschen kennenlernen können, die mir sowohl privat als auch für mich selbst im Beruf. Und so war wahrscheinlich kaum jemand im Büro, ne? Genau. Also ich habe 5 Personen kennengelernt. Und digital irgendwie Kontakte knüpfen ist ja auch nicht das Gleiche, ne? Nein, irgendwann war es auch sehr deprimierend, in Konferenzen dabei zu sein. Ich finde das total spannend, deine Sicht jetzt auf die Dinge, weil ich habe fast mit einer Arroganz, ich bin von Journalisten gefragt worden, was ich denn dazu sage, dass die jungen Leute ihrer Jugend beraubt werden. Und da habe ich gesagt, sag mal, die werden ihrer Jugend, die haben Internet, die haben Fernsehen, die haben Skype, die können miteinander kommunizieren, wie blöde. Meine Eltern, meine Großeltern, die haben Kriege. Mhm. Also die sind ihrer Jugend beraubt worden, aber jetzt sehe ich. Ich finde diesen Ansatz total spannend, denn nein, du hast recht, weil die Idee zu kommen, dass ja dein Selbstbewusstsein... Es sind ja eben die älteren Menschen, die da sehr oft reingrätschen. Ja, ja. Also ich habe am Anfang meines Praktikums habe ich doch einen Artikel drüber geschrieben, weswegen ich auch hier bin. Und ich habe da ganz, ganz viel Hate zu bekommen, also gerade auf Facebook. Das waren alles ältere Menschen. Und da kamen eben genau diese Argumente, die Sie gerade aufgeführt haben. Ihr habt keinen Krieg, ihr müsst nicht hungern, ihr müsst nicht leiden, was auch immer. Mhm. Und das stimmt, wir sind privilegiert. Wir haben absolute Privilegien mit dem Internet, das wir gerade haben. Aber das sind Dinge, die uns unserer Identität trotzdem brauchen. Ihr seid in einer Phase, wir sind genau gerade so jung und mit 20, 1 bis 2, mit Pech sogar vielleicht 3 bis 4 Jahre seines Lebens zu verlieren, das ist
enorm, das belastet einen, weil man nicht weiß, was hätte passieren können, wer hätte ich sein können, wen hätte ich kennenlernen können. Und das ist, finde ich, sogar noch schlimmer, dass einem dieses, ja, dieses Leiden irgendwo auch abgesprochen wird. Weil wer sind die älteren Menschen, dass sie mir in meinem Leben gerade absprechen, ja, dass ich gerade etwas an Zeit verliere. Richtig. Und das finde ich auch so schade. Nun liegt es aber auch daran, dass es tatsächlich schon ins zweite Jahr geht. Und als ich glaube, als ich gefragt wurde, da war das seit 3 Monaten so. Mhm. Und da war ich, das ist verkraftbar, habe ich so gedacht. Ne? Das dritte Semester, in dem jetzt diese Generation praktisch da, wie so das, wie das jetzt gerade gesagt haben, im Bett liegt und dann irgendwie mit dem Laptop arbeitet oder sich gerade irgendwie auf dem Küchentisch das irgendwie sortiert, ne, in Jogginghosen. Also das ist schon auch etwas, was stärker wird. Absolut. Mhm. Ist das für Sie wie so ein Leben in Warteschleife oder wie würden Sie es beschreiben? Ja, absolut. Ja? Also mein Studium, ich bin jetzt im letzten Semester. Das heißt, ich habe die Hälfte meines Studiums normal erlebt und die andere Hälfte halt nicht normal. Und es fühlt sich, also wie Sie gesagt haben, in den ersten 3 Monaten habe ich mir halt auch noch nichts dabei gedacht und ich dachte mir, cool, ein bisschen zu Hause bleiben kann ja auch mal gut tun. Aber jetzt fühlt es sich einfach an, als würde man nur durchgehend krank sein, weil man eben nur warte. Man liegt nur im Bett und man kann gar nicht mehr aufstehen und wieder von vorne anfangen. Also diese Selbstbestimmtheit, die Selbstbestimmung ist halt nicht mehr da. Und ja, absolut, also es wird einem die Möglichkeit genommen, selbst zu entscheiden. Und das sorgt absolut für so eine Warteschleife. Wie ist das denn? Wir wissen ja heute noch nicht, wann machen die Clubs auf? Wann gibt es wieder Konzerte? Wann gibt es Festivals mit diesem Lebensgefühl? Ja, ich sehe manchmal auch, so, wenn man Konzerte schaut und man sieht die Massen an Publikum, ob es Punk ist oder irgendwas anderes, wie die abgehen, wie sie beieinander sind, es wirkt ja fast wie aus einer anderen Zeit. Ja. Wie ist das, wenn Sie an so leeren Clubs vorbeigehen in München? Es tut total weh. Ich war letztens mit meine WG-Partnerin, sind wir durch München gelaufen und die haben mir gesagt, hier findet zum Beispiel das Volksfest statt und dort geht man in diesen Club und da trinkt man Kaffee, keine Ahnung, an der Münchner Freiheit. Und das hat mir wirklich wehgetan, weil ich gesehen habe, es war ein schöner Samstag, die Sonne war mal wieder draußen und die Menschen sind auch rausgekommen und ich habe dieses Potenzial in dieser Stadt gesehen und ich habe gesehen, wie dort auch ein Platz für mich gewesen wäre. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich dort wäre. Wie wirkt das? Sie sind ja nicht die Einzige, der es so geht. Es wird wahrscheinlich Ihren Freundinnen und Freunden, wenn Sie mit denen reden, vielen wird es ähnlich gehen. Natürlich. Was sind Ihre Erfahrungen? Wie tiefe Spuren hinterlässt das? Also ich habe tatsächlich in meiner Praxis einige Klienten und Klientinnen eben aus dieser Kohorte. Einige haben in Köln vor, gerade zu den Lockdown-Zeiten, also vor 3 Semestern angefangen, die haben keine Leute gesehen. Also ich habe eine Kunststudentin, die kann einfach nicht das machen, was sie machen möchte. Ja, weil die Lehrerin mit ihr oder die Professorin mit ihr gar nicht so arbeiten kann. Ich habe eine Musikstudentin, die nicht richtig proben kann. Die machen dann Musikunterricht per Zoom. Mhm. Und was ich glaube vor allen Dingen fehlt, ist ja dieses Gemeinschaftsgefühl. Ja, wenn man dann für diese Prüfungen lernt, was ja auch total ätzend ist in diesen Bachelor-Studiengängen heutzutage, dann ist da niemand so richtig drumherum, der mal sagt, komm, hey, wir trinken heute Abend ein oder danach gehen wir tanzen oder machen eine Pizza oder so. Dieses, was wir hatten, so ein Belohnungssystem am Abend, ja, das ist irgendwie alles so weg und dann natürlich auch irgendwo eine Bestätigung, wie cool man ist, wie schön man ist, wie schlau man ist. Also das kriegt man alles nicht. Das müssen sie sich alles irgendwie selbst suchen oder die Mutti anrufen, die dann sagt, ja, du bist mein schönes Kind, du bist intelligent. Aber das ist, ne, also wenn man dann auch noch keine feste Beziehung hat, was ja auch eher untypisch ist in diesem Alter, dann kann das ganz schön hart sein und das geht bis in die depressiven Verstimmungen rein. Ne? Ist das so, dass Sie auch manchmal denken, nicht, dass diese ganze Jugend irgendwie jetzt an mir vorbeizieht? Und, ja? Ja, das nennt sich ja dann Angst. Ja? Angst zu versagen, Angst, irgendwas zu verpassen. Aber Angst ist ja in Wirklichkeit ein Zustand, den man sich selber verschafft. Mhm. Das existiert ja eigentlich überhaupt nicht. Und ich glaube nicht, dass man, wenn irgendwas schief geht, dass man das die Eltern oder die Gesellschaft oder irgendjemand anlasten kann, weil jeder ist für sein eigenes Leben verantwortlich. Und absolut, man kann sich Freiheit, aber momentan ist es ja so, dass kann wir sich das Freiheit eingeschränkt schon werden. Nehmen. Also es ist ja so, dass uns diese Möglichkeit, dass wir das selbst entscheiden, also ob wir jetzt Angst haben oder nicht, das wird uns ja genommen durch diesen Lockdown, durch diese Situation. Und dadurch haben wir gar nicht mehr diese Entscheidung, habe ich jetzt Angst oder nicht. Also zu dieser Angst gehört ja auch viel mehr. Es sind ja auch finanzielle Sorgen zum Beispiel. Also diese Steuern, die wir, also meine Generation, die wir tragen müssen, diese beruflichen Probleme, die wir auch haben müssen. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel
verpassen wir viel Urlaub, was ja auch ein Privileg ist, zu sagen, ich verpasse viel Urlaub. Aber das kann man im Endeffekt nicht nachholen. Man kann nicht unbedingt vielleicht mit 25 oder 30 dann in den Urlaub fahren oder die Welt erkunden, weil wir uns erstmal einen Job suchen müssen nach unserem nicht so guten Studium wegen des Lockdowns. Und dann müssen wir erstmal Geld sammeln wieder, um eben unser Leben wieder aufzubauen und leiden gleichzeitig an den enormen wirtschaftlichen Folgen. Und das belastet sehr. Also uns wird diese Entscheidung genommen, habe ich jetzt Angst oder nicht. Und das ist das Problem. Also Ihre Botschaft ist eigentlich, nehmt uns ernst. Ja, ja, nehmt, absolut. Nehmt absolut das, was hier gerade passiert, bei all dem Schlimmen, was für viele andere auch passiert, aber nehmt uns auch ernst. Ganz genau, man kann kein Leiden vergleichen. Wir sind privilegiert, das ist nicht die Frage. Aber uns unsere Sorgen abzusprechen, damit stellt man sich ja auch über uns. Und Alter ist kein Faktor dafür, sich über andere Menschen zu stellen. Herr Zander, mal ganz unabhängig von der Pandemie, sind Sie froh, in den 70ern groß geworden zu sein? Oder ist es eigentlich egal, in welcher Zeit? Ich glaube, das ist ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich komme mir jetzt da überhaupt gar nicht alt vor. Ich kenne viele Leute, die viel jünger sind. Und die kommen mir älter vor, wie ich selber bin. Ja. Also ich bin innerlich irgendwie jugendlich geblieben. Das wollte ich gerade fragen. Wir reden immer so, als ob Jugend was ganz anderes ist, als das, was danach kommt. Würden Sie sagen, Sie leben eigentlich noch so wie mit 15, 20, 30? Ja, man entwickelt halt in seinem Leben einen eigenen Charakter. Mhm. Und die Gesellschaft, die lebt einem Sache vor. Sie sind gierig. Okay, dann bleibe ich halt großzügig. Sie sind geizig. Dann ist man halt nicht geizig. Sie sind gewalttätig, dann ist man nicht gewalttätig. Sie lügen und sie betrügen. Man muss ja das alles gar nicht nachmachen, was einem vorgelebt wird. Man kann ja seinen eigenen Weg suchen. Und alles, was ich scheiße finde, was man mir zeigt, das mache ich einfach nicht nach. Und was ich gut finde, da lasse ich mich dann treiben. Wohin das führt, weiß aber kein Mensch. Und niemand weiß, was in 5 Jahren kommt oder was übermorgen ist, das weiß niemand, das bildet man sich nur ein. Lebensplanung, ich glaube, dass das nicht funktioniert. Ja. Sie haben ja gesagt, von 1000 Punks ist jeder als einer übrig geblieben. Sind Sie da nicht ziemlich alleine dann mittlerweile? Nee, überhaupt nicht, weil die sind ja alle übrig geblieben, die sind ja alle da. Und die finden sich da? Ja, und Freunde, echte Freunde sind halt Freunde, die bleiben auch Freunde. Mhm. Braucht eine Gesellschaft jetzt mal unabhängig, ob es jetzt Punk oder Herrn Zander geht, auch Menschen, die eben das, was sie in der Jugend gemacht haben, weitermachen, die also auch anders bleiben, wenn sie älter werden? Ich glaube, dass gesellschaftlich gesehen ist, wäre das ja auch Stillstand, wenn wir alle immer unsere Eltern nachmachen würden. Und es muss ja irgendwas überleben. Und wir brauchen ja irgendwie alle möglichen Leute. Ich glaube, wir brauchen auch die, also das würdest du wahrscheinlich anders sehen, aber wir brauchen auch die Banker in unserer Gesellschaft, um eben alle möglichen Nischen möglich zu machen. Und so brauchen wir auch dich. Also wir brauchen da einfach eine große Varietät. Und wir sehen andere Staaten, da ist es schon irgendwie robotermäßig so, da geht es auf ein Individuum raus. Ich glaube, das sind wir nicht. Also bei allem Negativen, wie wir immer auf Deutschland gucken oder auf Europa, haben wir hier schon irgendwie ja gesehen, was an Entfaltungsmöglichkeiten auch drin ist. Ob wir nun arbeiten oder ob wir nicht arbeiten, irgendwie überleben wir hier. Und das finde ich schon irgendwie erstaunlich und auch mal bemerkenswert, dass in welchem Luxus wir dann auch wieder leben. Aber natürlich gibt es da immer wieder Probleme, die wir lösen müssen und ich glaube, am besten mit Vielfalt. Sie sind ja verheiratet, wie lange schon? Seit 27 Jahren. Seit 27, das ist schon mal stabil. Das kann man Jugendsünde nennen, wenn man unbedingt meint. Ist auf jeden Fall stabil. Hat Ihre Frau denn auch was mit Punk zu tun? Die war im Dunstkreis, die hört die gleiche Musik und fand, Punk sind ja charakterlich hochwertige Menschen. Und weißt, auf die kann man sicher verlassen. Das sind ja keine Idioten, die einen hintergehen oder irgendwas der Oma die Handtasche klauen. Und wobei ich jetzt nicht auf ihn anspielen will, weil natürlich hat er sein Leben gelebt und was sich nicht sehr gut anhört. Aber das heißt noch lange, dass es so weitergehen muss. Und wie ist so Ihre Aufteilung? Ihre Frau arbeitet, ne? Was übernehmen Sie in Ihrer Beziehung? Ich bin daheim, meditiere. Sie meditieren mit den Tieren? Mit den Tieren. Ich bin zu Hause der Koch. Ja. Ich bin sozusagen Hausmann. Sie sind der Koch, das heißt. Und ich tue total viel. Ich stehe morgens um 6:30 auf und bin ständig beschäftigt, weil ich gehe halt nur nicht in eine Lohnarbeit. Aber Sie arbeiten schon.
Ja, natürlich. Arbeit ist Weg mal Kraft. Und da habe ich überhaupt gar nichts dagegen. Verstehe ich? Ich bin halt keiner, der jetzt für 1000 Euro von Montag bis Freitag und von 7 bis 16 Uhr immer den gleichen Scheiß macht und so. Das kann ich nicht. Ich schaffe das nicht. Ich habe auch meine Tätigkeiten, wo ich Geld verdient habe, zwischendrin immer wieder, das auch so. Immer wieder gewechselt. Immer wenn ich keinen Bock mehr gehabt habe, habe ich halt aufgehört. Aber wenn man so Ihre Ehe, würden Sie sagen, Sie führen eine bürgerliche Punk-Ehe? Nee, ich führe keine bürgerliche Ehe. Ich führe ein Hundeleben. Ja, das wenn man es ganz genau nimmt, glaube ich nicht, dass es jemand gibt, der mit mir tauschen will. Weil? Aber mir gefällt es ganz gut, ja, weil es halt überhaupt nicht ins Schema passt. Sie leben mit Ihrer Frau seit 28 Jahren zusammen. Ja, okay. Ja. Sie haben gut, mit Hunden Menschen zu tun. Gibt sich. Sie kochen, also es scheint doch eigentlich ein ganz gut eingerichtetes Leben zu sein. Ja, es auch ist wenn gut Sie sich eingerichtet. Einmal ein bisschen ich dagegen schon so, es ist ja. schon so eingerichtet, dass ja. wir uns wohlfühlen, das ist mhm. klar. Wie sieht Ihr Tag aus? Noch mal ganz kurz so. Ich stehe morgens auf und dann trinke ich erstmal Kaffee. Dann gehe ich raus in den Garten, je nach, da liegt eigentlich immer Arbeit an. Wenn es dann nötig ist, erledigt sich das auch. Mhm. Und ja gut, dann Hundefutter richten, dauert ungefähr 1,5 Stunden, weil das ja jede Menge sind. Dann Hunde füttern, dann kommt schon wieder meine Frau von der Arbeit. Danach Bier trinken, Fußball schauen. Und kochen. Füße hochlegen, kochen zwischendrin natürlich. Ja. Ja, klar. Und deine also, Jugendsünde war, dass du vor 27 Jahren geheiratet hast. Das war deine Jugendsünde. Ja, wenn mir eine einfällt, dann war es das. Aber auch nicht wirklich, weil ich bereue ja überhaupt gar nichts, was ich gemacht habe. Und das, was Sie aber unterscheidet, würden Sie sagen, dass Ihnen nach wie vor egal ist, was die Leute denken? Ja, weil was Mann denkt, wer ist denn Mann? Hm. Das hat doch mit Individualismus überhaupt gar nichts mehr zu tun. Mann erwartet das, Mann macht dies, Mann soll sich so benehmen und ich bin nicht Mann. Und ich will aber widersprechen, was er gesagt hat. Ich brauche zum Beispiel keine Banker und die Banker brauchen erst recht nicht mich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sind Sie denn jetzt mit Ihrer Frau Einzelgänger? Oder würden Sie sagen, ja, mein Gott, Sie hören vielleicht andere Musik, Sie laufen auch anders rum, Sie sind irgendwie lässig drauf im Umgang mit anderen. Aber heißt das, dass Sie aufgenommen sind in der Gemeinschaft der Menschen um Sie rum oder sind Sie da? Meine Frau arbeitet ja im Büro. Mhm. Sie ist mit Sicherheit kein Einzelgänger und macht dann schon eher das, was sehr viele machen. Mhm. Und ich bin auch kein Einzelgänger, aber aus einer Randgruppe. Sagen wir mal so, ich stehe halt auf Subkultur statt auf verlogene, doppelmoralische, bürgerliche Kultur. Also das ist für mich gar keine Kultur. Ich will das selber gestalten, was mein Leben bedeutet. Nun ist es ja so, Sie sind bei Ihrem geblieben. Was läutet für viele so das Ende der Sturm, der jugendlichen Sturm- und Drangzeit ein? Ist es oft die Ehe oder was ist das? Schon eine andere Zielvorstellung. Ne? Dass also, man kann sich ja noch irgendwie auch relativ, und das ist ja auch noch der Vorteil der Jugend, so bei den meisten ist es ja so, dass man sich bei Mama und Papa ja das auch irgendwie sehr bequem machen kann und noch ernährt wird und sich um dieses Finanzielle nicht so viel Sorgen machen muss. Aber dann mit 20, dann verändern sich normalerweise, bei vielen jedenfalls, die Zielvorstellungen. Dann ist man vielleicht auch schon in der ersten Beziehung und überlegt sich schon so ein bisschen, wie könnte das weitergehen. Und plötzlich wird das dann, wenn man deine Wortwahl nimmt, wahrscheinlich etwas bürgerlicher, dass man da plötzlich Ziele hat, die man verfolgen will, dass man ein Studium durchzieht und so. Jedenfalls ist das, wie es in unserer Gesellschaft doch eher so ist. Und dann muss ich schon sagen, was du sagst, stimmt, dass sich Leute manchmal ein bisschen zu sehr anpassen. Ja, dass sie dann doch überlegen, mache ich noch das eine oder andere Tattoo, weil das in der Gesellschaft dann schon unterschiedlich bewertet wird, ob man jetzt irgendwie mit Handtattoos dann beim Bewerbungsgespräch ankommt oder nicht. Und das ist dann wieder das Gemeine. Da ist es, glaube ich, dann irgendwie Schluss mit lustig und da könnten wir uns ein bisschen mehr Lockerheit auf jeden Fall. Sie sind auf jeden Fall. Da geht das Lustige gerade los. Ja. Ich muss ihm schon wieder widersprechen. Ich habe meine Hände tätowiert als Abgrenzung, weil ich gerade die Leute, die oberflächlich sind und mich nach dem Aussehen beurteilen, die gehen auf die andere Straßenseite. Das ist ganz gut so, weil ich mit denen gar nichts zu tun haben. Herr Zierl, gibt es bei Ihnen dann auch noch Dinge, dass Sie sagen, das habe ich mich noch nicht getraut? Das würde ich gern noch ausleben. Diese Sünde könnte mich noch reizen. Na, ich glaube,
Ich habe natürlich das Glück, in einen sehr privilegierten Beruf auszuüben, der ermöglicht hat, dass ich auch mal meine ganzen bösen Seiten so ein bisschen ausloten kann. Ich habe ja nicht nur, wie allgemein immer gedacht wird, so positiv besetzte Rollen gespielt und Sunny Boys und Liebhaber und liebe Väter und so. Ich habe auch viele Gangster und Mörder und sonst was gespielt. Und insofern habe ich überhaupt nicht das Gefühl, ich müsste irgendwie noch was nachholen. Also es ist, dieser Beruf hat fast was Therapeutisches manchmal. Das ist, ich möchte jetzt nicht nur darauf reduzieren, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich, ein paar schöne Reisen noch mal irgendwo hin. Aber das ist ja genau das Gute. Das ist ja das Lebensziel. Am Ende liegst du auf dem Sterbebett und dann soll man sich sagen, oh, ich habe alles erlebt. Siehst du? Und nicht, oh, ich wäre noch gerne auf Reisen gegangen. Ach Gott, und da habe ich das nicht gemacht. Und wäre ich doch damals mit der Frau losgezogen. Und der ganze Schmarrn, das muss man versuchen, alles zu leben. Ja, dass man hinterher dann wir sind ja auch dabei. Nicht mal Angst hat vom Sterben. Frau Beratti, auf welche Sünden freuen Sie sich besonders? Auf alle. Auf alle? Ja, die Sie alle dann auch wirklich... Ich habe mehr als 20 Wege frei in meinem Leben, vielleicht auch 50, vielleicht 100.000. Und jede Sünde und jede Möglichkeit, die mir da in den Weg kommt, werde ich dankend annehmen. Herr Förster, was bewegt die Menschen denn mehr? Die Reue über begangene Jugendsünden oder... welche ausgelassen zu haben? Das ist schwer zu sagen, bestimmt ganz individuell. Mhm. Aber ich finde, also was wir schon auch in der psychologischen Praxis sehen, sind manchmal Menschen, die schon sagen, auch hätte ich das doch einfach mich getraut damals. Und also wäre ich doch diesen Weg gegangen, Schauspieler, das sind viele so künstlerische Berufe, die die Leute auch nicht dann irgendwie verfolgt haben. Und es aber dann auch nie zu spät ist. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein therapeutisches Ziel manchmal, wo ich denke, hey, du kannst das auch jetzt. Und das ist ja auch passiert. Es gibt ja Leute, die auch noch im Herbst des Lebens, im Winter des Lebens irgendwie nochmal loslegen und sich ganz neu erfinden können. Jugendsünden. Vielen Dank an unsere Gäste. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Dann mit dem Thema träge, faul und immer dicker. Wie kommen wir da raus? Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Tschüss.